21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank für den netten Empfang hier in Berlin. Dankeschön. Er tut's schon wieder. Amerikas künftiger Präsident Trump twittert Verschwörungstheorien zum Wahlergebnis, wettert gegen Hillary Clinton. Dabei müsste er ja eigentlich voll damit ausgelastet sein, seine Regierungsübernahme vorzubereiten. Sind wir doch mal ehrlich, wer glaubt eigentlich noch, dass ein Mann sich ändert, nur weil er einen neuen Job hat? Oder besser gesagt, einen zusätzlichen Job zu dem des Geschäftsmannes. Die Welt starrt auf den schwarzen Trump Tower in New York. Wird von dort aus Amerika auf rechts gebürstet? Droht ein Ende des freien Handels, der freien Rede? Es ist einfach die Grundfrage, dreht Trump auf oder dreht er bei? Was kann man aus seinen ersten Entscheidungen und Auftritten ableiten? Und was bedeutet das alles für uns? Hart aber fair mit diesen Gästen. Volker Kauder, der Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU, sagt, wenn sich die USA wirtschaftlich abschotten, ist das für uns als Exportnation eine große Gefahr. Aber ich glaube, dass das Präsidentenamt Trump zur Einsicht bringen wird. Cem Özdemir, der Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, ist überzeugt, die Personalentscheidungen von Donald Trump sind ein klares Signal. Populisten und Ultrarechte könnten in den USA bald das Sagen haben. Das macht mir Sorge. Julian Reichelt, der Chefredakteur von Bild.de, sagt, immer diese Angstmacherei. Ich finde, dass sich Trump überwiegend gute Leute für sein Kabinett zusammengesucht hat. Jemand Unerfahrenes wie er braucht ein starkes Team. Das macht mir Hoffnung. Caroline Roth, die Finanzjournalistin, sagt, es ist naiv zu glauben, dass ein Präsident Trump sein Amt ganz selbstlos ausüben wird. Er ist und bleibt Geschäftsmann, mit der Gefahr, dass er die USA wie sein Unternehmen führen könnte, zum eigenen Vorteil. Don Jordan, der US-amerikanische Journalist, kritisiert, Trump hat recht, wenn er beim Thema Sicherheit auch auf Deutschland zeigt. Es wird Zeit, dass ihr euren Anteil an der NATO bezahlt. Das wird teuer, ist aber gerecht. Nun lass den Mann doch mal machen. Lass den Mann doch mal machen. Das hört man öfter in diesen Tagen, wenn es um den neuen amerikanischen Präsidenten Trump geht. Und der Mann macht. Gucken Sie mal, was er macht. Er twittert. Herr Reichelt, der Mann ist seit 20 Tagen gewählter Präsident und twittert diese Sätze raus in die Welt. Verhält sich eigentlich so jemand, der geistig schon angekommen ist oder wenigstens dem Weißen Haus näher gekommen ist? Nein, ganz und gar nicht. Ich finde, das ist eigentlich das erste Mal, dass es für mich nach dem Wahlkampf richtig beunruhigend geworden ist, nach dem Wahlsieg von Donald Trump, diese Tweets gestern, was er geschrieben hat, dass quasi diejenigen, die nicht gewählt haben, zu Millionen illegale Wähler waren. Das ist eigentlich das Verhalten, was man von einem Despoten oder Diktator erwartet, dass er Wähler, die nicht für ihn gestimmt haben, ohne jegliche Beweise, man könnte auch sagen, eine Verschwörungstheorie aufsetzen oder schlicht gelogen, im Nachhinein für illegal erklärt. Ich glaube, bei vielen Dingen, die er vorher gesagt hat, konnte man die tatsächlich als Wahlkampf abtun, als extreme Polarisierung. Aber viel schlimmer als der Tweet, den er da gestern abgesetzt hat, ist eben genau das, dass er offenbar bisher noch nicht zu diesem Bewusstsein gekommen ist, dass jemand, der dieses Amt innehaben wird und jetzt schon eben President-elect ist, eben genau solche Tweets teilweise nachts, scheinbar völlig unberechenbar, eben sich nicht mehr erlauben kann. Und das ist tatsächlich für mein Empfinden seit gestern Abend eine neue Qualität, dass er, der die Wahl eigentlich gewonnen hat, diejenigen, die nicht für ihn gestimmt haben, zu illegalen Wählern erklärt und damit ja eben nicht das tut, was er nach der Wahl angekündigt hat, nämlich einen versöhnlicheren Ton anzuschlagen, sondern tatsächlich das Land vermutlich noch mehr spaltet, als es bisher schon gespalten ist. Herr Reichelt, ich bin beunruhigt, nicht nur für diese Sendung. Sie sind eigentlich der Mann, der, was die Entscheidungen angeht, uns Hoffnung machen sollte oder konnte, dass da eine Tendenz sichtbar ist, dass er sich selbst einfängt. Und jetzt die ist auch in seinen Personalentscheidungen, die ja auch höchst umstritten sind, für mich in vielen Punkten tatsächlich sichtbar sein. Da gucken wir gleich mal hin. Wenn Sie, gut, dann schauen wir da mal keine hin. Keine Sorge. Nee, ich hab große Sorge, muss ich wirklich sagen. Denn ich glaube, wir alle haben sowas noch nicht erlebt, aber deswegen auch diese Runde. Vielleicht muss man wie in einem Lagerfeuer das noch mal bewerten, auch nach 2 Wochen. Da ist ja ein bisschen Nebel schon gelichtet. Machen wir mal weiter, Herr Özdemir. Was sagt das
über die Berechenbarkeit eines Präsidenten. Das ist der mächtigste Mann der Welt. Wenn er solche Behauptungen twittert, offenbar ohne darüber nachzudenken oder irgendjemanden in seiner Nähe zu haben, der einfach mal die Hand auflegt und sagt, Donald, lass mal. Also es überrascht mich jetzt nicht wirklich, wenn man den Wahlkampf gesehen hat. Ich meine, es ist jetzt nicht nur dieser Tweet, er hat ständig solche Tweets von sich gelassen. Wenn man seine ganzen Äußerungen aus den letzten Jahren betrachtet, in Sachen Frauen, in Sachen Umwelt, in Sachen Minderheiten, in Sachen Außenpolitik. Das war Wahlkampf. Ja, aber er hält seine Versprechen. Er sieht das als seinen Wählerauftrag und er hält das. Jetzt wird er nicht 11 Millionen Latinos abschieben, wie er es versprochen hat. Die Mauer, die er nach Mexiko bauen, er wird vielleicht 3 Millionen abschieben, wie er es ja jetzt gesagt hat. Das hat übrigens Obama auch gemacht, der Fairness halber muss man das sagen. Die Mauer wird sicherlich nicht Mexiko bezahlen, warum sollten sie? Aber er wird dazu beitragen, dass die USA, das Land, das uns nach dem Zweiten Weltkrieg die liberale Demokratie gebracht hat. In der Herzkammer der Demokratie im Waisenhaus sitzt einer, der nicht an die liberale Demokratie glaubte. Das ist ein immenses Problem, auch für das Ansehen der westlichen Ideen der Welt. Obama hat versucht, Guantanamo Bay zu bekämpfen. Obama hat zum Beispiel das Waterboarding Gott sei Dank beendet, eine Foltermethode. Und der Trump sagt, das kommt jetzt wieder. Und er umstellt sich doch mit Leuten, die das richtig finden, die das offen gesagt haben. Wie wollen wir denn in der Welt Folter bekämpfen? Wie wollen wir den anderen Ländern sagen, das macht man nicht, das gehört sich nicht, wenn in der Herzkammer der Demokratie in den USA einer sitzt, der glaubt, dass man Waterboarding machen darf. Er ist aber auch beeindruckt von einem General, der sagt, das lässt uns ja auch gleich wissen, ist beeindruckt von einem General, der sagt, lass das mit dem Waterbombing, gib mir eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Bier, damit komme ich weiter bei einem Verhör. Das ist auch Trump. Ja, so ist es. Und deshalb, glaube ich, nützt es jetzt nichts, dass wir hier wie so Bibelexegese seine Worte und seine Tweets auslegen, sondern ich würde raten dazu, dass wir als Europäer unsere Hausaufgaben machen. Das heißt, wir müssen schauen, niemand wird es für uns machen, dass wir uns um unsere Nachbarschaft kümmern, um uns selber kümmern, beim Klimaschutz. Das hatten wir jetzt schon mal mit George W. Bush. 8 verlorene Jahre. Ich befürchte, dass es jetzt mal 4 Jahre gibt. Aber das kann uns doch nicht daran hindern, dass wir uns als Europäer zusammenreißen, als Europäische Union uns darum kümmern, dass wir was dazu beitragen, dass Europa nicht vor die Hunde geht nach Brexit. Da haben wir auch eine Menge zu tun, dass wir Fluchtursachenbekämpfung, dass wir beim Klimaschutz wieder führend wären. Wenn es eine Lehre aus dieser Wahl gibt, dann ist es, jetzt ist nicht die Stunde des Zurück zum Nationalstaates, sondern wir brauchen jetzt ein starkes Europa. Aber vielleicht müssen wir erst mal verstehen, auch genau, was da passierte, was zu erwarten ist. Herr Kauder, vor 20 Tagen ist Donald Trump gewählt worden. Sie haben kurz nach der Wahl gesagt, dass Sie noch nicht so viel über ihn wissen wie die meisten. Hat sich dieses Wissen bei der Bundesregierung mittlerweile ein bisschen verbessert? Gibt es Kontakte? Gibt es irgendetwas, was Sie mehr wissen als wir, die wir Zeitung lesen? Mal zunächst einmal bin ich nicht die Bundesregierung, sondern ich Sie sind der Fraktionsvorsitzende der Regierungsfraktion. Der größten Koalitionsfraktion und Fraktion im Deutschen Bundestag und habe da meine eigenständigen Auffassungen. Die Regierung hat aber erste Kontakte mit Trump aufgenommen und auch Kollegen von mir sind bereits in Amerika gewesen. Ich glaube, dass wir zunächst einmal sagen müssen, wir müssen mit diesem Mann reden, auch bei allem, was richtig ist, dass sich Europa in eine bessere Situation bringen muss, dass wir mehr müssen Aufgaben übernehmen müssen in der NATO, was auch die Verteidigungsausgaben anlangt, überhaupt keine Frage, bleibt es doch so, dass Amerika für uns der wichtigste Handelspartner ist und dass wir deswegen mit Trump und seiner Administration auch reden müssen. Wenn man sagt, Trump verhält sich wie ein Kaufmann, na gut, dann wird man ihm sagen müssen, dass Amerika auch von den Importen, die wir aus Amerika beziehen, profitiert. Wir haben immerhin runde 60 Milliarden Dollar im Jahr, die wir importieren. Das könnte ihn natürlich auch beeindrucken. Ich muss sagen, mir geht es auch so, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie er seine Regierung bildet, dann werden wir mit ihm reden. Aber dieser letzte Tweet ist ja schon eine unglaubliche Aktion und entspricht genau dem nicht, was er angekündigt hat, nämlich nach dem Wahlkampf das Land zusammenzuführen und nicht weiter zu spalten. Das ist eine weitere Spaltung und da hat man natürlich auch seine Sorgen. Sorgen nützen aber nichts. Wir brauchen den amerikanischen Markt.
Und ich glaube, dass die Amerikaner auch uns brauchen. Und wir müssen alles daran setzen, dass wir mit den Amerikanern unsere wirtschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten können. Eine Exportnation wie Deutschland braucht offene Märkte, um die Produkte verkaufen zu können. Ja, das ist ja die Frage, wenn er America First sagt. Was das bedeutet, werden wir sicher noch drüber reden in dieser Sendung. Ich habe gesagt, es gibt jetzt erste Kontakte, hat der Kauder bestätigt. Herr Jordan, glauben Sie, dass Trump auf die Präsidentschaft besser vorbereitet war als Deutschland auf den Präsidenten Trump? Oder war es gleich schlecht? Ich habe den Eindruck, als ob Donald Trump gar nicht erwartet hat, dass er gewinnen würde, nicht? Also der scheint gänzlich unvorbereitet zu sein auf das Amt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich möchte keine Entwarnung geben, aber ich möchte darauf hinweisen, dass erstens, wir müssen auf seine Antrittsrede warten in ungefähr 6 Wochen. Bis dahin, was er nachts twittert und so weiter, hat alles keine Bedeutung. In den nächsten 6 Wochen wird er sein Kabinett zusammenstellen und vorstellen. Und erst bei seiner Antrittsrede werden wir wirklich eine klare Indikation haben, in welche Richtung er geht. Denn im Moment weiß man gar nichts. Ich darf darauf hinweisen, mit vielen Dank an die Bild-Zeitung, dass sie das veröffentlicht hat und übersetzt hat. Er hat mit einem Treffen mit den leitenden Redakteuren von der New York Times, nicht wahr, 2 Stunden lang geredet, ein solcher Kauderwelsch, entschuldigen Sie, Herr Kauder, aber ein solcher... Das hat er noch nie gehört. Der war gut. Ein solcher Kauderwelsch, ich muss sagen, der arme Übersetzer, ich glaube, der hieß W, auch noch W, er müsste 6 Monate Urlaub bekommen, nicht wahr, um sein Gehirn wieder zusammenzukriegen. Es ist wirklich erschreckend. Aber trotzdem, ich möchte auch darauf hinweisen, dass Donald Trump auch Checks and Balances, also Beschränkungen ausgesetzt ist, von einem Senat und einem Kongress, wo zwar die republikanische Partei Mehrheiten hat, aber das bedeutet in Amerika gar nichts. Denn es gibt Republikaner, die sind weiter links als manche Demokraten und manche Demokraten, die sind weiter rechts als manche Republikaner. Und die werden, glaube ich, mit Auge auf den Wahlen in 2 Jahren, nicht wahr? Der ganze Kongress wird ja alle 2 Jahre neu gewählt. Sie werden Herrn Trump wahrscheinlich von seinen nächtlichen Ergüsse in Twitter und Facebook abhalten. Ich erwarte, dass der Mann irgendwie doch noch diszipliniert wird und dass wir in seiner Antrittsrede in 6 Wochen eine etwas diszipliniertere Fassung kriegen von dem, was er wirklich glaubt. Nun hatten das Menschen auch erwartet, unter anderem Herrn Reichelt, dass diese Selbstdisziplinierung schon eintritt nach der Wahl. Frau Roth, Sie sind Finanzjournalistin bei dem amerikanischen Sender CNBC, berichten aus London nach Amerika und in die Welt. Wir wissen, Wirtschaftsleute hassen Unsicherheit. Wenn man jetzt mal guckt, wie die Wirtschaft, wie Börsen reagieren, dann ist ja eigentlich die ganz große Panik ausgeblieben. Warum sind die offenbar ruhiger, als es viele Menschen sind, die sich Gedanken machen, Publizisten, Bürger, die halbe Welt? Also das war auch eine sehr, sehr große Überraschung für die meisten Börsianer. Also man hatte gedacht, an dem Morgen, als wir aufgewacht sind und als wir gesehen haben, Herr Trump ist gewählt worden. Was war Ihr erster Gedanke da? Da dachten ja viele, oh, nee, was war Ihr erster Gedanke? Schockzustand. Absoluter Schock. Also bei Ihnen auch? Bei mir persönlich auch, aber auch ähnliche Reaktionen wie nach dem Brexit-Votum. Also ganz klar, ich dachte, das kann doch nicht sein. 2016, wir sehen Brexit und jetzt sehen wir Trump. Was soll denn noch passieren? Aber an der Börse war es so, dass der Dow Jones, die Futures, die sind erstmal um 800 Punkte gefallen. Und dann dachte man, oh nein, jetzt gibt es einen riesen Ausverkauf in den Börsen. Und dann hat sich das im Tagesverlauf aber wieder gedreht. Auf einmal haben die Aktionäre die Aktien gekauft, haben Anleihen verkauft, was haben Rohstoffe gekauft. Das heißt, dass die Leute auf einmal positiv waren, optimistisch waren, dass unter Trump ein Riesenkonjunkturprogramm zustande kommt. Das heißt, riesige Investitionen in Infrastruktur. Übrigens, Deutschland braucht das auch, nur mal ganz nebenbei gesagt. Und dass dadurch die Inflation wieder steigen wird, dass eigentlich ein Donald Trump sehr gut ist für die Binnenwirtschaft, nicht so gut ist für die Außenwirtschaft im Sinne von Handelsprotektionismus. Aber, und es ist immer noch, ich meine, 3 Wochen nach der Wahl, die Märkte in den USA,
zum Teil auch in Deutschland, die steigen immer noch. Wir sind auf Rekordhöhen. Und die Frage ist, wie lange das noch anhalten kann. Wird aber eine Katastrophe sein für die amerikanische Verschuldung, nicht? Es gibt Analysen, nicht wahr, die sagen, dass wenn er wirklich seine Programme, die er angedeutet hat, nicht wahr, durchführt, dass die amerikanische Verschuldung von fast 20.000 Milliarden Dollar auf 25.000 Milliarden Dollar steigen wird, nicht? Also und mit der deutschen schwarzen Null wird es auch zu Ende gehen, nicht? Also lassen Sie die ganze Welt. Na, sagt der Kauder. Das gucken wir uns gleich mal an. Ja, okay. Bei uns stehen ja auch irgendwann Wahlen vor der Tür. Ist mit der schwarzen Null eine Wahl zu gewinnen oder mit einem Konjunkturprogramm à la Trump? Sarah Wagenknecht von der Linkspartei hat das ja schon lebhaft begrüßt. Gucken wir uns gleich mal an. Die Frage ist, wie tickt der Mann? Wie tickt der mächtigste Mann der Welt? Wie schwierig das zu beantworten ist, das merken wir gerade hier, wenn man seine Art zu kommunizieren zum Maßstab nimmt. Aber ich denke, es hilft zu beobachten, wem er selbst Macht gibt, mit wem er seine Macht teilt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wem er selbst vertraut. Da ist zunächst mal sein designierter Sicherheitsberater Michael Flynn. Herr Reichelt, der neue Sicherheitsberater von Trump bezeichnet eine Weltreligion als Krebs. Ist das ein Beitrag zur Sicherheit auf dieser Welt? Also das ist sicher alles andere als nuanciert ausgedrückt und ich vermute, dass er diese Äußerung so heute auch nicht mehr tätigen würde. Was er, glaube ich, meint und worüber man, glaube ich, auch durchaus diskutieren kann, ist, dass der Islam natürlich als Gesellschaftslehre oder als Ideologie gegründet worden ist, genau wie die meisten Religionen auf dieser Welt, unsere oder meine, das Christentum auch, und dass dieser Religion die Aufklärung fehlt und damit sozusagen der Schritt hinein in die reine Religion, weg von der politischen Ideologie. In großen Teilen der arabischen Welt, da hat Mike Flynn aus meiner Sicht völlig recht, wird der Islam leider Gottes und zum Nachteil von Hunderten von Millionen Menschen als politische Ideologie gelebt und missbraucht. Deswegen, und aus dieser Ideologie geht halt etwas hervor, was inzwischen viele Staaten auf der Welt, unter anderem unser Land, die Vereinigten Staaten, bedroht, nämlich islamistischer Terrorismus. Das ist jetzt mal so etwas ausgeführt, was hinter dieser Äußerung steckt. Und da darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass Mike Flynn jahrzehntelange Erfahrung einfach genau im Umgang mit dieser Ideologie hat und dass er da, es ist Wahlkampf, es ist wie gesagt nicht besonders nuanciert ausgedrückt. Übrigens war die Äußerung aus dem August dieses Jahres, das genau, liegt nicht ein paar Monate zurück. Sie kennen ihn persönlich. Das ist eine Wahlkampfäußerung. Sie waren lange Kriegsberichterstatter auch, Sie kennen ihn persönlich. Ich kenne ihn seit... Mögen Sie ihn? Nicht, dass das ein politisches Kriterium ist. Nein, aber manchmal ich mag ihn tatsächlich sehr gern, ich würde ihn tatsächlich sogar als Freund bezeichnen. Ich kenne ihn seit, ich glaube, 2009. Ich habe seinen Weg begleitet, den er damit verbracht hat, tatsächlich Terroristen zu jagen für das amerikanische Militär. Da kann man jetzt sagen, dass uns das nicht gefallen muss. Die Wahrheit ist natürlich, dass Deutschland sich da ganz massiv dran beteiligt hat. Der Deutsche Bundestag hat unter anderem die Bundeswehr mit in diesen Kampf in Afghanistan geschickt, für den Mike Flynn mit verantwortlich war. Mike Flynn hat unter anderem Geheimdiensterkenntnisse gesorgt, die die Sicherheit deutscher Soldaten in Afghanistan garantiert haben. Und das ist natürlich... Das ist jetzt keine Welt der politischen Korrektheit. Und es ist auch keine Welt, in der man, wenn man Dinge ausspricht, sich beliebt macht, weil wir dieses Vokabular teilweise nicht gewöhnt sind. Aber wir haben in Amerika ja ganz klar gesehen, dass zum Beispiel die Zurückhaltung und teilweise Weigerung der Obama-Regierung, überhaupt das Wort Islamismus oder islamistischer Terrorismus in den Mund zu nehmen, erst Donald Trump dieses Tor geöffnet hat, allein mit dem Wort Islamismus Wahlkampf zu machen, mit einer Banalität, mit etwas, was wir alle als Problem erkannt haben, mit etwas, was völlig klar für uns alle eine Bedrohung ist, was auf unseren eigenen Straßen, lassen Sie mich kurz ausreden, zugeschlagen hat. Das Tor, mit diesem Thema so Wahlkampf zu machen, hat nicht Mike Flynn eröffnet, hat auch nicht Donald Trump eröffnet, sondern hat die Obama-Regierung damit eröffnet, dass sie das Thema eben nicht so benannt hat, wie sich sehr viele Menschen das gewünscht haben in ihrem Gefühl von Bedrohung. Also wenn ich Nachwuchs... Wenn ich Nachwuchs rekrutieren wollte für Islamisten, würde ich dieses Video überall zeigen. Ja, würde ich die Reden von Donald Trump zeigen, ich würde die Reden von seinem künftigen Sicherheitsberater zeigen und sagen, so, das ist doch genau die Art von Öl ins Feuer, die wir brauchen, damit in einer Welt, wo es schon stark genug brennt, noch mehr brennt. Wissen Sie, Sie haben ausgeredet, das will ich auch kurz was sagen. Also das eine ist ja, was er zum Islam sagt. Das andere ist doch, und das wundert mich jetzt auch aus dem Munde von jemandem, der bei der Bild-Zeitung schreibt, bei Axel Springer. Also ich meine, da sitzt doch jemand,
der den Putin anhimmelt. Da sitzt jemand auf dem Schoß von Wladimir Putin. Wir wissen doch, was in Syrien passiert. Sie wissen das doch auch. Da gibt es diese Verbrecherbande von ISIS, die man besiegen muss. Aber die Alternative zu ISIS ist doch nicht Assad, der Fassbomben auf seine Bevölkerung in Aleppo bildet. Wir wollen doch nicht den Teufel mit dem Teufel bekämpfen. Jetzt haben wir da welche, die sagen, den einen Teufel ISIS muss man bekämpfen, d'accord. Aber doch bitte nicht ersetzen durch einen anderen Teufel, durch einen Schulterschluss mit Putin. Also das zwei, also dazu, mal nicht die dazu zwei Punkte. Da muss man sich schon wundern. Ja. Das ist auch weiterhin nicht unsere Position. Da vermischen Sie einfach zwei Dinge. Also, dass er eine große Nähe zum Putin-Regime hat, ist schlichtweg nicht wahr. Er hat eine Veranstaltung gemacht, die ein schwerer Fehler ist, gar keine Frage. Bei Russia Today bezahlt zu sprechen, gar keine Frage. Bezahlt zu sprechen. Ich habe es zweimal ausgesprochen. Schwerer Fehler. Er hat als Geheimdienstler am Tisch von Putin gesessen. Jetzt lassen Sie mich kurz wieder. Er hat als Geheimdienstler am Tisch von Putin gesessen. Das ist die Aufgabe von Geheimdienstlern, so eine solche Gelegenheit wahrzunehmen. Er hat in keiner Weise gesagt, dass man das, was ISIS anrichtet, durch Assad ersetzen sollte. Die Aussage existiert von ihm nicht. Er hat sich mehrfach für einen harten Kampf gegen ISIS eingesetzt, wie er aus meiner Sicht auch von unserer Regierung nicht geführt wird, sondern nur sehr zurückhaltend bisher geführt wird. Und das alles Entscheidende ist einfach bei ihm, dass er ein Verständnis davon hat, wie Radikalisierung funktioniert. Und das vermisse ich ehrlicherweise in dem, was Sie gerade gesagt haben. Wenn Sie sagen, nach all den Erfahrungen, nach diesen 15 Jahren Erfahrung mit islamistischem Terrorismus, die wir jetzt haben, dass es eine Trump-Rede oder eine Mike Flynn-Rede braucht, um Islamisten zu rekrutieren, dann sind einfach 15 Jahre islamistischer Propaganda an Ihnen vorbeigegangen. Weil da zeigen Sie keine Trump-Reden, sondern da zeigen Sie deutsche Bahnhöfe oder da zeigen Sie französische Flughäfen. Das reicht, um diese jungen Männer zu rekrutieren. Und ich glaube, die Frage im Moment ist nicht so sehr, wie verhindert man die Rekrutierung, indem man was Nettes sagt, sondern wie bekämpft man mit maximaler Härte die Leute, die sich entschlossen haben, diesen Weg zu gehen. Und da muss ich sagen, sehe ich im Bundestag, aber leider auch in der amerikanischen Regierung in den letzten Jahren nicht den Weg, den ich mir wünschen würde. Und dummerweise sehen ganz viele Amerikaner das ähnlich und haben sich deswegen dafür entschieden, auf dem Wahlzettel Donald Trump anzukreuzen. Aber das Problem ist doch wirklich, dass Donald Trump sich als designierter Präsident nicht das denunziert, also diese starke Wortwahl, dass er sich mit den Leuten umgibt, wie zum Beispiel seinem Chefberater Steve Bannon zum Beispiel, der hat jahrelang diese Breitbart-Nachrichtenseite betrieben. Und das ist ein Mensch, der scheut nicht davor weg. Wenn wir beim Personal sind, gucken wir uns doch diesen Steve Bannon mal an. Wie gesagt, das sind ja alles Wege, Pfade hin und zu gucken, was ist von dort zu erwarten. Chefberater, das ist ein Titel, der eigentlich den direkten Zugang ins Gehirn von Donald Trump verspricht. Und das ist der Mann, der diesen Weg gehen kann. Herr Kauder, wie macht man das, wenn man weiß, man muss mit dieser Administration zusammenarbeiten? Einfach Ohren zuhalten und sagen, ich höre das nicht, wir lassen uns über Sachthemen reden. Wie geht das? Mir fehlt die Vorstellung. Zunächst verschlägt es einem die Sprache, wenn man so etwas hört. Und da kann man nur sagen, das kann nicht unsere Art der Auseinandersetzung sein auf diesem Niveau, damit das mal ganz klar ist. Aber jetzt muss ich mal sagen, ich kenne die Menschen alle nicht. Ich kenne auch den Sicherheitsberater nicht so gut wie Sie. Deswegen wird man erst mal schauen müssen, ob es tatsächlich sich so fortsetzt oder ob die im Amt doch auch eine gewisse Vernunft dann zeigen. Da wird man mit denen reden müssen. Eines will ich klar sagen. Es ist völlig richtig, dass es auch in Zukunft unsere Aufgabe ist, den Terrorismus zu bekämpfen, ISIS zu bekämpfen, den Islamismus zu bekämpfen. Das ist völlig klar. Aber es hat natürlich gibt überhaupt keine Berechtigung, eine Weltreligion jetzt pauschal ins Abseits zu stellen und zu attackieren, sondern Auswirkungen, konkrete, die wir sehen, müssen wir uns anschauen. Und da gibt es natürlich einen Punkt, da stimme ich Ihnen zu. Ich habe sehr viel Kontakt mit einem der wichtigsten theologischen Führer des Islam, mit dem Großscheich der Al-Azhar-Universität in Kairo, Al-Tayyib. Und der sagt zu mir, hören Sie bitte auf, mit mir darüber zu reden, dass der Islam durch die Aufklärung muss. Wir wollen nicht durch die Aufklärung, denn bei der Aufklärung ist das Ergebnis gewesen, dass der Staat über der Religion steht
Und das, bei uns muss die Religion über dem Staat stehen. Und das ist natürlich ein grundlegend anderes Verständnis. Nur aus diesem grundlegend anderen Verständnis jetzt zu sagen, dass der Islam grundsätzlich den Terrorismus bringt, das ist überhaupt nicht der Weg. Sondern ich muss ja, wenn ich mit Muslimen reden will und sie davon überzeugen will, dass sie den mithelfen, den Terrorismus zu bekämpfen, kann ich sie nicht alle auf die gleiche Ebene stellen. Und deswegen wären solche Äußerungen, wie der Sicherheitsberater sie gemacht hat, dem Ziel, die friedlichen Muslime von denen zu trennen, die ganz anders sind, nicht gerecht. Lassen Sie uns eine Islamismusdiskussion, das sind eigene Sendungen, das ja, machen wir, glaube ich, alle drei Monate, weil es auch mal wieder was Neues zu berichten gibt. Ich möchte noch mal ein bisschen ins politische Handwerk gucken. Herr Özdemir, Herr Kauder, Sie sind demnächst vielleicht in Washington und dann kommt Herr Bannon auf Sie zu. Es gibt Gespräche mit der Administration. Wie verhält man sich da? Sagt man dann erstmal, man will ja auch kein Oberlehrer sein, sagt man dann erstmal, sag mal, deine schwulenfeindlichen islamistischen Attacken geht gar nicht. Guten Tag, jetzt reden wir weiter. Oder blendet man das einfach aus? Wie soll das gehen? Frage an beide. Ich meine, es gab auch schon mal George W. Bush als Präsidenten der USA. Ich habe zweimal Condoleezza Rice getroffen. Selbstverständlich muss man sich mit denen treffen. Der ist ja nun demokratisch gewählt, egal wie man dazu steht. Condoleezza Rice hat meines Erachtens nicht annähernd. Ja, ich sag ja, aber auch da war es eben so, am Ende hatten wir 8 verlorene Jahre für den Klimaschutz, 8 verlorene Jahre. Denken Sie an den 11. September, wir würden heute in einer anderen Welt leben. Hätte damals Al Gore die Wahl gewonnen, hätte im Klimaschutz entsprechend wäre vorangegangen. Nach dem schrecklichen 11. September. Nichts gegen Klimaschutz. Entschuldigung, lassen Sie erstmal über gesellschaftlichen Klimaschutz reden. Und wer, also ich glaube, Menschen, wer Moslems in seinem Land, die gibt es ja in Amerika auch zuhauf, Herr Blasberg, so beleidigt. Ich glaube, man kann Ihre Frage doch sehr präzise beantworten. Also es ist ja nicht so, dass wir ungeübt wären im Umgang mit Regimen, die unsere Menschenrechtsvorstellungen nicht teilen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich weltweit für Religionsfreiheit und für verfolgte Christenheit und religiöse Minderheiten einsetze. Das ist jedes Mal kein Spaziergang, wenn ich da in China bin. Und da gilt es, einen Grundsatz zu beachten. Nie vorher sagen, aber wenn ich die treffe, da werde ich die mal an die Ohren nehmen, da werde ich denen mal die Meinung sagen. Dann werden sie es nämlich nicht erreichen, dann werden sie mit denen das Gespräch nicht führen können. Sondern einfach mal hingehen und im Gespräch zwei Dinge machen. Erstens mal die Interessen meines eigenen Landes anzusprechen, was ich erwarte von einer Nation, einer Regierung, mit der wir nach wie vor befreundet sind. Und zweitens dann auch ganz offen ansprechen, was uns in beispielsweise bei Menschenrechten und anderen Dingen nicht behagt. Aber wer oberlehrerhaft vor einer Reise nach China oder jetzt dann nach Amerika erklärt, was er alles sagen wird, der kann gleich daheim bleiben, der wird nichts erreichen. Gerade fällt mir eigentlich was gar nicht, warum. Aber interessant, dass Herr Kauder derjenige ist, der die USA auf eine Stufe stellt, jetzt bereits mit autoritären Regimen. Aber das ist ehrlicherweise eine steile Interpretation. Amüsant. Herr Kauder, einfach mal links oder rechts vorbeilaufen lassen. Herr Özdemir, das ist ein bisschen zu billig. Das ist eigentlich nicht das Niveau. Aber kann man ja mal versuchen. Aber mir ist was ganz anderes eingefallen, wenn Sie sagen, man darf nicht als Oberlehrer auftreten, auf der nach oben offenen Oberlehrerskala. Wie ist denn dann unsere Kanzlerin zu bewerten, die eine Wahlreaktion verbindet mit einem Gesprächsangebot, vorausgesetzt, dass bestimmte Werte erstens, zweitens, drittens, viertens von ihm erfüllt werden? Ist das Hilfslehrer oder Mittellehrer oder Nein, Oberlehrer? Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Die Bundeskanzlerin hat klipp und klar gesagt, dass wir in der NATO miteinander zusammenarbeiten auf einem festen Wertefundament und dass sie davon ausgeht, dass dieses Wertefundament auch in Zukunft gilt. Das ist nichts anderes als eine pure Selbstverständlichkeit. Und sie hat angekündigt, dass sie sich natürlich mit ihm auch trifft und mit ihm redet. Da war, das halte ich für einen völlig normalen. Das ist keine, das ist einfach, also Herr Kauder, da sagen Sie einfach tatsächlich, glaube ich, was wieder besseres Wissen. Natürlich wissen Sie genau, dass eine im diplomatischen Umgang eine Konditionierung eines Gesprächs, solange wir über eine gemeinsame Basis von Werten sprechen, ein diplomatischer Affront ist und dass sowas auch sehr gezielt eingesetzt wird. Und den Leuten, dann wissen Sie, das ist immer so ein bisschen das Problem. Sie sagen etwas
Und dann bekommen sie so ein bisschen der Angst vor der eigenen Courage und sagen, das ist doch ganz normal. Jeder Mensch, der sich mit Diplomatie auskennt, jeder Mensch, der sich mit dem Kontakt zwischen Staaten auskennt, weiß, dass die Konditionierung eines Gesprächsangebotes die höchstmögliche Eskalationsstufe ist, die es zwischen Demokratien gibt. Sie wollten doch selber keine Angst vor Biden. Sie haben das Gespräch mit Herrn Trump konditioniert. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Erfahrung im Umgang mit Regimen, die Menschenrechte nicht so sehr achten. Wir reden ja über Trump, deswegen nehme ich einfach mal an, dass das die Regierung Trump impliziert. Und daran sage ich nur, mit unserer Geschichte, verglichen mit der amerikanischen Geschichte, sollten wir in unserer Sprache einfach ein bisschen vorsichtiger sein, den Amerikanern jetzt schon, bevor der Mann im Amt angetreten ist. Ich habe auch große Zweifel an dem, ja, und ich habe große Sorgen. Aber wir sollten bei unserer Geschichte im Vergleich zur amerikanischen Geschichte vorsichtig sein, ob wir Amerika jetzt ein Regime nennen, was vielleicht mit Menschenrechten nicht so doll Erfahrung machen wir auch. Mit China vergleichen. Wenn Sie sagen, unsere Geschichte und die amerikanische Geschichte, ich wollte es eigentlich gar nicht zeigen, aber wenn man das sieht, was niemand kann für seine Freunde, vielleicht kann Trump auch nichts dafür, aber schauen Sie mal, was möglich ist in Amerika, genau in der Schnittmenge Deutschland, das braune Deutschland und das Amerika. Herr Plasberg, das sind aber wirklich Randerscheinungen in Amerika, die zwar etwas artikulieren, was manche Leute dort denken, aber das ist nicht die Mehrheit. Und ich darf hinweisen, dass die Deutschen und die Europäer sollten vor der eigenen Tür kehren. Ich meine, solche Äußerungen von Frau Merkel, muss ich leider sagen, und besonders von Herrn Steinmeier, gar nicht von Leuten in ihrer Partei und so weiter, sie wären mehr angebracht gegenüber Ungarn und Polen und Frankreich und so weiter. Also es gibt hier genug Beunruhigendes, ja, womit sich die Europäer selber sich beschäftigen müssen. Wie gesagt, wir wissen noch gar nicht, wo die Reise in Amerika hingeht. Wir wissen es nicht. Und ich glaube nicht, dass Herr Trump so dumm ist. Ja? Vielleicht ungebildet, ja, aber nicht so dumm, eine wirklich große Stimme in seine Regierung geben wird. Das kann ich nicht vorstellen. Aber warum macht er dann Steve Bannon zum Chefberater? Und warum distanziert er sich nicht von genau diesen Leuten? Wenn man sich mal das Kabinett anschaut, dann sieht man, da sind erzkonservative Leute drin. Die meisten sind Milliardäre, wie genau er. Also nach ein paar Wochen als President-elect will man doch andere Zeichen oder Signale sehen. Und das sieht man bei ihm einfach. Erzkonservative in einer konservativen Regierung sind ja erstmal nicht verboten. Nee, das an sich ist nicht verboten. Wenn aber Rassismus, Frauen... Das ist ganz klar. Das, was wir da gerade gesehen haben, ist einfach nichts anderes als ekelerregend. Man muss bei Steve Bannon, aber das ist ja auch völlig unstrittig. Ich finde, einmal muss man dazu sagen, bevor wir uns als Deutsche da wieder erheben, wir haben genau mit solchen Leuten im Moment bei uns sehr viele Probleme, die Parteien wählen, die exakt dasselbe Wahlprogramm vertreten wie Herr Trump. Also, wie gesagt, als Deutsche über ein anderes Land erheben, kann man da auch eben mal gucken, was bei uns in Sachsen und so weiter passiert. Und das Zweite, und das finde ich, auch besonders interessant, wenn es um Steve Bannon geht, der wirklich aus meiner Sicht ein abscheulicher und extrem unangenehmer Typ ist. Mhm. Steve Bannon war aber mit dem, was er für Trump im Wahlkampf getan hat, prädestiniert und eigentlich gesetzt für den wichtigsten Job im Weißen Haus, Chief of Staff. Diesen Job hat er nicht bekommen. Man muss einfach sagen, dass bei Steve Bannon, der jetzt im Prinzip einen Fantasieposten bekommen hat, von dem man abwarten muss, was da überhaupt im Alltag bedeutet. Ja. Im Fall Steve Bannon hat Trump eben nicht die falsche Entscheidung getroffen, sondern zumindest noch die bestmögliche, indem er ihm diesen wichtigsten Job im Weißen Haus, Chief of Staff, nicht gegeben hat, sondern mit Reince Priebus, einem sehr vernünftigen Mann, der eigentlich dafür bekannt ist, zwischen den Parteien eher ausgleichend zu wirken, soweit man das für Washingtoner Verhältnisse noch sagen kann. Also im Fall Bannon, wie gesagt, für mich ein abscheulicher Typ, hat er den Job, von dem wir alle gefürchtet haben, dass er ihn bekommt und den er eigentlich nach der amerikanischen Logik eines Wahlkampfs verdient gehabt hätte, nicht bekommt. Das war von Trump eine gute und eine richtige und immer noch die bestmögliche Personalentscheidung. Ich weiß nicht, ob das Schlauheit war. Ich glaube, das war einfach nur Unwissen. Er wusste nicht, welchen Mann mache ich jetzt zum Chefstrategen, welchen mache ich zum Chief of Staff. Er hat die beiden Männer, Bannon und Priebus, hat er relativ hoch eingestuft, sodass die beiden jetzt Kopf an Kopf eigentlich das zwischen sich auskämpfen müssen. Aber wenn die Entscheidung doch vom Ergebnis her so richtig ist, ich würde noch mal sagen, ich bin schon der Auffassung, dass wir
jetzt wirklich erstmal den Mann im Amt ankommen lassen müssen. Dann wird er seine Rede halten. Und dann werden wir wissen, was Programm ist. Und dann werden wir mit ihm auch sprechen. Also ich muss sagen, diese ständigen Spekulationen, die halte ich für völlig abwegig. Und ich rate auch dringend dazu, so mache ich das auch, dass ich sage, ich warte mal ab, was der Mann in seiner Aufgabe als Präsident macht. Ich habe schon viele Dinge erlebt, wo man zu einem gesagt hat, wenn der dies und jenes wird, ganz furchtbar. Nachher waren die Dinge ganz anders. Ich rate uns ein bisschen mehr Gelassenheit in dieser ganzen Diskussion. Nun gibt es ja ein Beispiel, als Reagan in Amerika Präsident wurde, gab es nicht die große Welle des Zitterns und unglaublich furchtbar, aber es gab doch gerade auch in Europa großes Kopfschütteln. Herr Jordan, ich weiß nicht, als Sie gehört haben, ein Schauspieler wird, das ist so deutsch, ein Schauspieler wird Präsident. Naja, er war doch gut. Das wollte ich Sie gerade fragen. Dieser Schauspieler hat hunderte Millionen von Menschen in Europa ihre Freiheit verschafft. Ja. Nicht, nicht Wandel durch Annäherung, sondern Frieden durch Stärke. Nicht? Und Ronald Reagan ist der einzige Republikaner, den ich in meinem Leben gewählt habe, und zwar in seiner zweiten Amtszeit, weil ich von seiner Außenpolitik vollkommen überzeugt war. Und Ronald Reagan hat nicht so viel Grund gegeben zur Besorgnis vielleicht wie Donald Trump. Aber er hat doch aber keinen Sie Twitter. Müssen mal Donald Trump... Er hatte keinen Twitter, ja. Entschuldigen Sie, Sie müssen... Entschuldigen, die Europäer sollten sich selber ein bisschen analysieren. Das werde ich jetzt für Sie ganz kurz machen. Oh je. Ja? Wir gehen mal auf die Couch. Ja, okay, gerne. Donald Trump ist ein Gemisch aus Sepp Blatter, Martin Winterkorn, Herr von Zumwinkel und wie sie Beckenbauer, wie sie alle heißen. Soll nicht, das jetzt, Middelhoff. Soll das Herr, jetzt beruhigen? Ja, nein. Sie sollten aber ein bisschen, alle ein bisschen zurückhaltender sein. Nicht Sie waren aber doch nicht Präsident bei uns, oder? Nein, nicht Präsident, aber sehr einflussreiche Leute, ja? Zum Teil noch immer in diesem Land. Also Donald Trump ist mit Vorsicht zu genießen und Bannon und auch. Aber wie Sie sehen, Herr Priebus zum Beispiel, der nun bestimmen wird, wer Zugang zu Mr. Trump hat oder nicht, er ist der Stabschef im Weißen Haus. Sind das nicht seine Kinder, die eigentlich das Sagen haben, wer den Zugang hat? Das bleibt abzuwarten. Aber wissen Sie, wir haben in Amerika Gott sei Dank noch ein funktionierendes System von Checks and Balances. Und die wird es auch innerhalb des Weißen Hauses geben, mit Priebus gegen Bannon. Aber genau dazu wollte ich was sagen. Ja. Also, ja. Ich habe Ihnen gerade aufmerksam zugehört und Sie wissen freut das viel. Freut mich, ja. Sollte man immer machen. Ja, nicht immer. Sie wissen das viel besser wie ich. Ja. Ich glaube auch an die Selbstheilungskräfte der amerikanischen Demokratie. Die gibt es ja ohne jeden Zweifel. Wer schon mal dort gelebt hat, ich habe ein paar Monate dort gelebt, weiß das. Mhm. Auf der anderen Seite, geben Sie mir nicht recht, dass die Gründerväter der amerikanischen Verfassung genau so einen Fall, wie wir ihn jetzt haben, eigentlich verhindern wollten. Also, dass da jemand Präsident wird. Und deswegen haben wir auch eine Verfassung. Deshalb gibt es die Wahlmänner. Ja. Jetzt und hat das genau dazu geführt, dass er Präsident wird. Und die Verfassung haben wir auch. In beiden Kammern eine Mehrheit. Er kann das Verfassungsgericht so bestimmen, dass es Generationen prägen wird, weil in Amerika die Verfassungsrichter bis zum Lebensende bleiben. Richtig. Und er hat im Senat und Repräsentantenhaus die Situation, er wurde ja nicht gewählt mit deren Unterstützung, er wurde gewählt gegen das Establishment der Republikanischen Partei. Ja. Das heißt, er schuldet ihnen nichts. Wir haben also jemanden, stimme ich hinzu, für ein bestimmtes Zeitfenster bis zu den Zwischenwahlen eine enorme Fülle an Macht hat, wie sie vor ihm wahrscheinlich kaum ein Präsident gehabt hatte. Mhm. Aber ich gebe Ihnen auch recht mit dem, was Sie gesagt haben, das sollte uns nicht entschuldigen, dass wir uns mit den Fragen beschäftigen. Wir haben auch einen Orban, der wurde frei gewählt. Wir haben außerhalb der EU einen Erdogan. Mhm. Wir haben eine Regierung nach der anderen, die Richtung Putin sich ausrichtet. Wir haben in Frankreich eine Marine Le Pen, die Präsidentin werden will. Wir haben dieses Wochenende in Österreich eine Wahl, wo zum ersten Mal ein Rechtspopulist, Gott behüte, Bundespräsident werden möchte. Also keine Entschuldigung, die Trump-Wahl für uns nicht um unsere Dinge hier zu kümmern. Wir müssen eines lernen, das meine ich auch selbstkritisch. Ich gehörte auch zu denjenigen, die sich ganz sicher waren, das wird die Clinton. Ich gehöre zu denjenigen, der sich ganz sicher war, Brexit geht schief. Und das Gegenteil ist passiert. Also müssen wir endlich aufwachen, zur Kenntnis nehmen. Da draußen gibt es eine Menge Leute, die ganz anders sind, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Und wenn wir uns um die nicht kümmern,
dann wird es den dritten Schlag geben nach Brexit und nach der Wahl von Trump, nämlich in Frankreich. Und wenn das passiert, dann war es das mit der EU. Also darf es nicht passieren und darüber müssen wir uns beschäftigen. Ich kann nur sagen, ich darf noch mal darauf hinweisen, es gibt noch 6 Wochen, bis Herr Trump seine große Rede macht, wo wir zu wissen bekommen, wo die Reise wirklich hingeht. In diesen 6 Wochen haben die Europäer ihre Hausaufgaben zu tun, nicht? Der Mann ist ja zugänglich. Es wird nicht? Knapp. Ja, es ist knapp. Aber entschuldige, ich kann nichts dafür, wenn die Europäer sich nicht darauf vorbereitet haben, auf den Worst-Case-Szenario, nicht? Aus ihren Augen. Ja, aber da möchte ich mal sagen, jetzt mal unabhängig von dem, was in Amerika geschehen ist. Ja. Also haben die Europäer eine ganze Menge von Aufgaben, die sie lösen müssen. Europa ist im Augenblick nicht im besten Zustand. Amerika das auch nicht. Das wissen wir. Ja? Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass wir mehr machen müssen in der NATO. Das hat Obama uns schon gesagt. Da brauche ich gar keinen Trump, der mir das sagt. Dass wir haben in der Bundespolitik darauf reagiert, indem wir gesagt haben, wir müssen den Verteidigungshaushalt besser stellen als in den vergangenen Jahren. Und völlig unabhängig von Trump müssen wir uns in Europa natürlich darum kümmern, dass Europa zusammensteht, dass wir die Herausforderungen im wirtschaftlichen Wettbewerb bestehen, China beispielsweise. Das sind alles Aufgaben, die wir machen müssen, die völlig unabhängig von Trump sind. Also wir sollten nicht jetzt ständig die Aufgaben, die wir machen müssen, als Reaktion auf Trump sehen. Nein, weil die Aufgaben gelöst werden müssen. Kann ja ein heilsamer Schock sein, dass tatsächlich Europa jetzt sich mal zusammenrüttelt und sagen, wir haben auch was zu verteidigen. Hoffentlich, ja. Wir suchen ja immer nach positiven Aspekten. Jetzt sind unsere Zuschauer dran, die nicht da draußen sind, sondern Teil der Sendung. Brigitte Büscher sorgt dafür. Ja, und ich habe mich tatsächlich auch gewundert darüber, wie viele Menschen tatsächlich sagen, Donald Trump, gebt ihm eine Chance. Guckt mal auf die ersten 100 Tage im Amt und das bitte auch mit einer gehörigen Portion Gelassenheit. Und vielleicht steckt ja auch etwas Positives in dieser Wahl. Ich fange an mit der Mahnung von Uwe Liss. Er schreibt bei uns im Gästebuch, der Sprung ins Dunkle von dem designierten Präsidenten der USA, Donald Trump, entpuppt sich als ein Richtungspfeil zur Sonne und zum Licht. Schon jetzt sind die Zinsen aufgrund dieses Wahlsieges überall gestiegen. Das wird auch Europa gut tun. Die Kritik an Donald Trump, die man aus Deutschland hört, die ärgert viele Zuschauer. Und einer von ihnen ist Gerd Hundstock. Er schreibt bei Facebook, Deutschland war schon immer ein schlechter Verlierer. Der Wahlkampf ist vorbei. Der neue Präsident Trump wird am 20. Januar vereidigt. Warum also immer noch Wahlen anzweifeln im demokratischsten Land der Welt? Wofür steht Donald Trump? Make America Great Again ist ein Spruch, mit dem sich viele Zuschauer auseinandersetzen und sie finden das zum Teil gar nicht schlecht. Zum Beispiel Nora Helmstedt, sie schreibt im Gästebuch, dass ein Präsident zuerst an die eigene Bevölkerung denken will, ist doch seine Pflicht. Verständlich und angemessen, vielleicht auch ein Vorbild für Deutschland. Dazu schreibt Klaus Winkler im Gästebuch, die Leute merken langsam, dass die vielgepriesene Globalisierung im Sklaventum endet. Wenn die Zeiten schlechter werden, ziehen sich die Leute immer in die überschaubaren Einheiten zurück. Ja, ganz so viel Gelassenheit nicht bei allen Zuschauern. Hans Müller zum Beispiel schreibt bei uns im Gästebuch, die USA stehen wegen Trump kurz vor einem Bürgerkrieg. Trump wird die USA zerstören. Sicher sehr überspitzt formuliert, aber wenn man sich mal seine Bemerkungen anhört zum Thema Islam, wenn man weiß, dass es oft Rassenunruhen in letzter Zeit auch gegeben hat, Übergriffe von Polizisten, kann sich einer vorstellen, was das bedeutet, wenn sowas wieder passiert? Obama war da ja immer mit der Feuerpatsche unterwegs, wenn einer ein Benzinkanister in der Hand hat. Wer kann mir dazu was sagen aus dieser Runde? Ich weiß nicht, ob das so die richtige Sichtweise ist, dass Rassenunruhen mit Trump jetzt gefährlicher werden, wenn wir sehen, dass Obama vor 8 Jahren angetreten ist mit dem Satz, es gibt kein schwarzes und kein weißes Amerika, sondern nur die United States. Und wir nach 8 Jahren die Bilanz ziehen müssen, dass Schwarz und Weiß nie so gespalten waren wie vorher und dass diese Rassenunruhen ehrlicherweise unter dem Präsidenten Obama stattgefunden haben und dass ihm nichts gelungen ist, nicht die richtigen Worte, nicht die richtigen Taten, nicht die richtigen Gesetze, um Schwarz und Weiß zu versöhnen, um dafür zu sorgen, dass es nicht gefährlich ist, als Schwarzer in Amerika Auto zu fahren, um dafür zu sorgen, dass es nicht gefährlich ist, als Polizist inzwischen auf die Straße zu gehen, weil es gezielte Mordanschläge auf diese Leute gibt. Das gespaltene, zwischen Schwarz und Weiß gespaltene Land, Amerika, hat uns jetzt nicht Donald Trump hinterlassen, sondern so gespalten wie tatsächlich seit vermutlich Jahrzehnten nicht mehr,
der Präsident, der eigentlich angetreten ist, um das Land so sehr zu versöhnen, wie es irgendwie geht. Und das ist halt tatsächlich nicht gelungen. Wenn man sozusagen Gedankenfreiheit gibt durch Sprüche wie Krebsgeschwür, ich weiß nicht, Sie leben in England, Frau Roth, nach dem Brexit haben wir auch hier gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es dort farbige, schwarze Moslems plötzlich schwieriger hatten, weil weiße Engländer sich Sachen herausnahmen, die sie früher wahrscheinlich nie gesagt hätten. Ja, das war ein Riesenproblem in England, vor allen Dingen in London in den zwei, drei Tagen nach Brexit. Also da gab es einen riesigen Anstieg von dem sogenannten Hate Crime und das gibt es ja auch im Moment in den USA. Also da wurden vor allen Dingen Polen und Muslime und so weiter wurden öffentlich angegriffen. Da gab es Brandanschläge und da sehe ich das große Problem, dass durch so eine Wahl wie zum Beispiel Brexit oder durch eine Trump-Wahl, dass es da eine legitime Art gibt, so dass sich die Menschen, dass sie wirklich ihren Frust auslassen können und dann auf einmal denken, hey, das ist ja völlig okay, dass ich jetzt diesen Brandanschlag verübe, weil ich darf ja meine Meinung kundtun. Und das ist ein riesiges Problem für die Gesellschaft. Also eigentlich, die Demokratie hat ironischerweise dazu geführt, dass es mehr Hate Crime gibt. Und das ist schockierend. Aber die Brandanschläge sehen wir doch im Moment. Brandanschläge sehen wir doch im Moment vor allem in Deutschland auf Asylbewerberheime ganz ohne Trump. Und in Amerika ist mir dieser Anstieg von, also vielleicht ist er nicht vorbeigegangen, aber diesen Anstieg von Brandanschlägen, den habe ich dummerweise bei uns im eigenen Land beobachtet und nicht so sehr in den USA in den letzten zwei Wochen. Das ist, was Sie sagen, von was auch bei uns gibt in Amerika. Aber es gibt doch einen himmelweiten Unterschied. Wenn so etwas passiert wie auf Asylbewerberheime, dann gibt es eine breite demokratische Meinung, dass dies nicht in Ordnung ist. Und das wird auch so formuliert. Also da, ja, aber das gibt es in Amerika auch. Das gibt es in Amerika auch. Aber es gibt, ja, deswegen sage ich mir, warten mal ab, wie die Dinge funktionieren. Aber ich will nur nicht, wenn Sie sagen, es gibt auch bei uns Asylbewerberheime, die brennen. Ja, das gibt's und das ist schlimm genug. Aber da sagen wir, wehren wir uns auch und sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und da gehen ja auch viele dann auf die Straße. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein amtierender Präsident, wenn es zu wirklichen Rassenunruhen kommt, dann hinsteht und nur zuschaut. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das kann ich mir auch bei Herrn Trump. Im Übrigen gibt es dann ja auch noch ein Parlament. Und da kann ich nur sagen, da vertraue ich auch darauf, dass ein solches Parlament dann sagt, da müssen wir in unserem Land dafür sorgen, dass es in Ordnung geht. Also jetzt nur auf die eine Figur schauen, als überzeugter Parlamentarier sein, muss man auch aufs Parlament schauen. Sprach der Fraktionschef. Vielen Dank für diese Einschätzung. Jetzt wieder unser Zuschauer, Brigitte. Vielleicht noch eine Stimme dazu. Womit hat Donald Trump seine Wahl gewonnen? Mit was für einem Stil von Wahlkampf? Hass, Beleidigung, Hetzerei? Auch das haben wir natürlich diskutiert. Und dazu sagt unser Zuschauer Stefan Hegger bei Twitter, Trump und alle Populisten haben nur ein Argument. Die Angst und den Hass auf andere Menschen, aber keine Lösungen. Großes Thema für viele Zuschauer, Trump und die Wirtschaft. Was wird passieren? Dazu schreibt Reinhard Keil bei uns im Gästebuch. Ich habe schlimme Befürchtungen, dass jetzt in den USA ein Mann gewählt wurde, der über keinerlei politische Erfahrung verfügt, aber mit seinen Firmen global operiert. Er wird dies nicht trennen können. Auch dazu gibt es eine Gegenmeinung, eine nachdenkliche Stimme vielleicht. Unsere Zuschauerin Vivi Moldovan schreibt bei Facebook, vergessen Sie nicht, dass er ein guter Geschäftsmann ist. Er wird niemals Amerikas Wirtschaft Schaden zufügen und dadurch auch nicht der internationalen Wirtschaft, denn beides hängt verdammt eng zusammen. Dankeschön für diesen Überblick, Brigitte Bischer. Vielen Dank. Ja, unsere Zuschauer haben es gerade angesprochen. Wer sitzt da eigentlich im Weißen Haus? Demnächst ein Präsident oder ein Unternehmer oder beides? Wie soll er eigentlich unabhängig agieren, wenn so ungefähr jede zweite Entscheidung auch das eigene Vermögen betrifft? Frau Roth, sind das Hirngespinste oder ist das tatsächlich eine Gefahr zum Nutzen der Deutschen Bank? Ich glaube, der Deutschen Bank hätte nichts Besseres passieren können, als dass Donald Trump zum Präsident gewählt worden ist. Weil, wenn jetzt Hillary Clinton, wenn sie Präsidentin geworden wäre, dann wäre vielleicht eine Strafe viel höher ausgefallen. Unter Trump, der ja ganz klar, wie wir gesehen haben in dem Film, einen riesigen Interessenkonflikt hat, weil eben die Deutsche Bank einer der größten Geldgeber ist für die Deutsche Bank. Also da war's für Trump. Für Trump. Da gab es nicht nur die 170 Millionen, da gab es weiteres. Insgesamt, glaube ich, sind da 360 Millionen Dollar geflossen. Ja, würde er denn die Finanzstabilität, die Stabilität der Deutschen Bank gefährden, indem er die 40 Milliarden Dollar wirklich einfordert? Das würde er niemals tun. Also ich glaube, die Deutsche Bank, die kann da noch mal aufatmen. Das ist eigentlich ungeheuerlich, was Sie sagen.
Wenn man sich das mal, wenn man es zu Ende denkt. Ja, weil das eigentlich undenkbar ist, dass zwei so grundlegende Interessen, einmal eine staatliche juristische Gesetzgebung durchzusetzen oder ein Urteil durchzusetzen, ein privates Interesse auf diese Art und Weise zusammenfließen. Natürlich, ich glaube, daran müssen wir uns einfach gewöhnen unter Trump. Also ich glaube, da geht es nicht nur um die Deutsche Bank, da geht es um unzählige andere Firmen und Interessen, Wirtschaftsinteressen aber, in der ganzen Welt. Ja, aber dafür gibt es auch Grenzen. Ich meine, die Republikaner werden nicht Selbstmord begehen, indem sie einen Mann walten lassen, nicht wahr, um sich selber zu bereichern. Dafür gibt es Grenzen. Es gibt auch in der amerikanischen Verfassung Klauseln, nicht wahr, die eine Vorteilsnahme durch einen Präsidenten, Bestechlichkeit oder Geschenke oder irgend sowas verbietet. Also die Grenzen sind ziemlich eng. Leider ist es so, dass diese... Herr Jordan, ich kann Sie nicht ersparen. Diese Grenzen werden, wir haben ja Sachen vorliegen, diese Grenzen werden ausgetestet. Woher nehmen Sie Ihre Hoffnung? Natürlich, sagt der Don John. Und während der Film läuft, sagt er, ja, stört Sie das? Ich sage, ja, mich stört das. Es stört mich nicht, wenn die Frau Trump nicht wahr irgendwas trägt, was sie selber vermarktet. Das also, kennt man aus 007-Filmen. Ja, das ist aber, es gibt Hollywood. Es gibt auch in Amerika kein Sippenhaft. Ich möchte nicht Trump verteidigen, wenn er wirklich seine Familie so walten lässt, nur um sich selber oder den zu bereichern. Na? Das möchte ich nicht gutheißen. Aber man kann nicht ein Sippenhaft machen und sagen, nicht wahr, die ganze Familie Trump ist nun vom Geschäftsleben ausgeschaltet. Ja? Das ist unvorstellbar. Ich gehe davon aus, dass es genug Leute im amerikanischen Senat und Kongress und im Weißen Haus geben wird, die Trump eine annehmbare Richtung führen werden. Wissen Sie, wir haben es jetzt mit einem ganz anderen Menschen zu tun als mit Obama. Daran muss sich die Welt leider gewöhnen. Obama war ein Gentleman, also ein sanftmütiger, anständiger Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, was Trump ist. Wie der Satz weitergeht. Ich habe Ihnen gesagt, woraus Trump besteht. Ja, wenn Sie es noch mal haben wollen, Sepp Blatter, Winterkorn, Middelhoff, Beckenbauer, Bernie Ecclestone habe ich auch vergessen, nicht wahr? Vorhin. Er ist eine Mischung aus all dem. Und Gott sei Dank gibt es bestimmte Checks und Balances, auch die Verfassung, die eine übermäßige Vorteilnahme verhindert. Aber ich wollte noch sagen, Donald Trump wird sicherlich sich Ketten auflegen lassen müssen. Es gibt der Mythos. Ich finde, Sie können sich so schön wehren, deswegen zeige ich Ihnen noch was. Okay, gerne. Da möchte ich sagen, ob Sie da immer noch optimistisch sind. Okay. Gucken Sie das mal an. Ja. Politik und Familie wird ein Gemeinschaftsunternehmen. Das hier war der erste, wenn man so will, Staatsbesuch, ein erstes offizielles Treffen. Der japanische Ministerpräsident Abe war zu Gast im Trump Tower. Und gucken Sie die Beine. Ja. Jetzt geht's weiter. Ganz selbstverständlich bei diesem Treffen war Tochter Ivanka dabei. Jetzt stelle ich mir gerade vor, Angela Merkel sitzt da im Trump Tower und hat niemanden dabei, um auf Augenhöhe mit der ganzen Familie da zu sitzen. Was ist das für ein Politikspiel? Warum sitzt da die Tochter dabei, während der Erste und zwar... Weil sie schon alles Beine irgendwie hat. Furchtbar und strange und man kann den Kopf schütteln. Aber ehrlich gesagt, aus Weißrussland. Aber ehrlich gesagt macht mir viel mehr Sorgen, dass es mit einem Präsident Trump das Klimaschutzabkommen von Paris nie gegeben hätte. Und mir macht viel mehr Sorgen, dass der jetzt in die Umweltbehörde jemanden reinsetzt, der glaubt, dass es den Klimawandel gar nicht gibt, dass er nicht von Menschen verursacht ist. Das heißt, wir werden jetzt 4 Jahre, ich habe 2 kleine Kinder, wir werden 4 Jahre erleben, wo einer der wichtigsten Emittenten von CO2 wieder ausfallen wird, weil der Mann sagt, denjenigen, die dort leben, wo die Kohle abgebaut wird, wir gehen wieder in die Kohle zurück. Alles das, was der Obama vorbei an seine 2 Kammern über Erlasse gemacht hat mit der Umweltbehörde, wird jetzt rückabgewickelt. Das macht mir Sorgen. Die Tochter, die kann tragen, was sie will, das ist mir völlig egal. Aber ich will nicht, dass der Klimaschutz vor die Hunde geht. Sie haben da gerade ein sehr gutes Stichwort gesagt. Was die Wahl von Trump in gewisser Weise erklärt. Vorbei an seinen 2 Kammern mit Erlassen ist leider nicht so, wie man in einer Demokratie regiert. Und die unglaubliche Entfremdung, die wir bei uns erleben, die wir in den USA erlebt haben, die wir in ganz Europa erleben, hat etwas mit diesem Regierungsstil unter anderem zu tun, den auch dummerweise Obama hat an den das Tag auch mehrmals hat. Gemacht. Obama hat höchst umstrittene Projekte, seine Einwanderungsreform in Anführungsstrichen bekommen, wenn er kandidieren hätte dürfen.
Gut, gegen Trump, ja, die Wahl nicht verloren. Gegen Trump hätte vermutlich jeder gewonnen, außer Hillary Clinton. Ja. Aber man muss einfach ganz klar sagen, der Regierungsstil von Obama, zum Beispiel eine Einwanderungsreform vorbei am Parlament mit erlassen, ist nicht das, was die amerikanische Demokratie gewollt hat. Noch eine Sache zu Ivanka Trump. Ich glaube, viel mehr als ihr Armreif für $10.800 sollte uns eine Sache beunruhigen, uns alle, die wir in dem ersten Beitrag gehört haben, wo es hieß, Obama sei der reichste US-Präsident aller Zeiten. Die Wahrheit ist, das wissen wir überhaupt nicht. Der war angestellt. Der ist aber auch inzwischen sehr reich. Ja. Trump, wir haben jetzt gehört, Trump ist der reichste US-Präsident aller Zeiten. Wir wissen das nicht, weil das große Problem an Trump, und das sehe ich zum Beispiel extrem kritisch, ist, dass er sein Vermögen, seine Tax Returns niemals offengelegt hat. Wir wissen nicht, ob er Schulden hat. Wir wissen nicht, bei wem er Schulden hat. Wir wissen auch nicht, ob die Deutsche Bank sein größter Schuldner ist. Es kann auch eine Bank in Russland sein oder in China. Wir wissen nicht über die Vermögensverhältnisse dieses Mannes, außer dass er einmal sehr überraschend in seinem Leben schon fulminant pleite gegangen ist. Und das sollte uns Sorgen machen. Ist es nicht in erster Linie ein Problem in Amerika und der Amerikaner? Ich möchte wissen, was macht dieser Mensch für eine Politik? Mhm. Was macht er beispielsweise am Thema Klimaschutz? Was macht er beispielsweise im Thema Wirtschaftspolitik? Was macht er beispielsweise ganz konkret zur Bekämpfung des IS? Was macht er ganz beispielsweise, wenn es darum geht, Putin zu sagen, das, was du gemacht hast in der Krim und in der Ukraine, das geht nicht. Das interessiert mich. Das sind die Punkte. Das andere müssen die Amerikaner mit diesem Präsidenten selber ausmachen. Herr Kauder, aber dafür ist es ja wichtig, von wem er abhängig ist. Mich interessiert das, was er für uns bedeutet. Darf ich Ihre Anregung aufnehmen? Die Bemerkung, es ist wichtig zu wissen, von wem er abhängig ist, ist klar. Ich nehme Ihre Anregung mal auf und gehen wir auf ein Gebiet, nämlich das der Wirtschaft. Jobs zu schaffen, America wieder great zu machen, das ist das eine Versprechen. Was damit zusammenhängt, ist die marode Infrastruktur des Landes zu sanieren. Brücken, Schulen, Straßen, da sagen viele bei uns, das wäre bei uns auch mal eine schöne Idee, könnte nicht schaden. Ja, bei Trump, bei Trump klingt das so. Und da gibt es ja jemanden, der auch sagt, sollten sich manche hier ein Beispiel dran nehmen. Schauen Sie sich das mal an. Ich finde, da hat sie vollkommen recht. Sagen Sie das dem Herrn Kauder, nicht mir. Ich meine, was der deutsche Finanzminister macht, ich meine, er beharrt da auf seiner schwarzen Null. Warum eigentlich? Also was im Moment die Bundesregierung macht, ist genau das, was eine Bundesregierung nicht machen sollte, wenn es um Wachstum geht. Also sie investieren in Steuersenkungen und in die Rentenpolitik. Aber eigentlich sollte ein Investitionsprogramm da sein. Ich habe letztens noch mit dem Präsidenten vom DIW gesprochen und der sagte mir, pro Jahr gibt es eine Investitionslücke in Deutschland von $100 Milliarden oder Euro besser gesagt. Und wo soll das herkommen? Muss man mal Augenblick mal. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen genauer hinschauen und nicht nur so pauschalen Äußerungen recht geben. Wir müssen unterscheiden zwischen einer angeblichen Investitionslücke in der deutschen Wirtschaft. Das ist das eine Thema. Da reden wir auch drüber. Und zum Zweiten, ein Investitionsprogramm in die Infrastruktur. Jetzt würde ich mal sagen, in vielen Bereichen ist unsere Infrastruktur wesentlich besser als in den Vereinigten Staaten. Das liegt aber daran, dass sie in Amerika so schlecht ist, dass das besser funktioniert. Ja, eben. Deswegen sage ich, ich war erst in Amerika. Ich komme aus dem Rheinland. Aber jetzt fahren Sie mal an einem Werktag von Köln nach Düsseldorf. Ja, jetzt wollen wir nicht über NRW reden, sondern jetzt wollen wir mal drüber. Es gibt auch andere. Nicht viel besser. Ah, natürlich ist es in Bayern und in Baden-Württemberg besser. Das wissen wir. Jetzt müssen Sie aber wenn Sie Kinder im schulpflichtigen Alter haben und wissen, wie es in welchen Schulen also in Baden-Württemberg ist noch besser. Aber ich will doch mal einen ganz anderen Punkt sagen. Wo kommen Sie nochmal her, Herr Kauder? Aus Baden-Württemberg. Aha. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Aber jetzt will ich mal sagen, wir haben so viel Geld für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt in dieser Legislaturperiode und auch jetzt mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan. Wir haben Geld an die Kommunen gegeben zum Investieren und wir stellen fest, dass wir im Augenblick das Geld gar nicht an den Mann bringen, weil die Planungen gar nicht so weit sind und dass wir ein paar andere Sachen noch machen müssten. Wissen Sie, es wäre in mancher Infrastrukturangelegenheit viel einfacher, wenn wir uns ein bisschen beschleunigen könnten. Aber jetzt will ich mal sagen, mit dem ein oder anderen, auch aus dem Deutschen Bundestag, über weniger
Bürokratie, über weniger Vorschriften, über Beschleunigung zu reden. Wir haben in den neuen Ländern nach der deutschen Einheit nur so viel investieren können, weil wir ein Beschleunigungsgesetz haben. Auf das müssen wir wieder kommen. Dann können wir auch mehr investieren. Es geht also gar nicht um mehr Geld, sondern darum, das Geld, das wir haben, auch an den Mann zu bringen. Das ist unser Hauptthema. Wahrscheinlich nicht das einzige Problem. Die Realität von Menschen bezieht sich tatsächlich auf Schienenwege, auf Züge, die ausfallen, auf Bauarbeiten, auf Brücken, die marode sind. Schulen ist ein ganz großes Thema. Und was Frau Roth eben angesprochen hat, Herr Kauder, mag ja sein, dass Sie in allen Punkten recht haben. Sie müssen zu dem Wähler verkaufen. Was ist sexier in einer Bundestagswahl zu sagen, feiern Sie mit uns die schwarze Null von Herrn Schäuble, wählen Sie Union? Oder wenn Sie sagen, wir müssen Geld in die Hand nehmen, damit nicht Amerika eines Tages uns beim Sanieren noch überholt. Was ist wohl sexier? Auf den Tag möchte ich gerne warten, dass die Amerikaner uns überholen. Vielleicht lässt Ihnen der Wähler nicht so viel Zeit dazu. Ich glaube nicht, dass es Trump gelingt, die Stahlindustrie wieder in Amerika so weit zu bringen, dass man nicht mehr von den Roststaaten sprechen muss. Das ist, glaube ich, hinten vorne nicht. Nein, ich werde natürlich den Wählerinnen und Wählern sagen, wir machen beides. Wir gehen mit dem Geld anständig um. Wir haben den Haushalt saniert. Wir machen keine neuen Schulden, belasten damit nicht die junge Generation. Und wir geben Milliarden in die Infrastruktur. Wir haben jetzt gerade beschlossen, über 3 Milliarden für die Schulen in den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Also ich weiß gar nicht, wo Sie da ein Problem sehen. Ja, wissen Sie was, es ist wunderbar, was Sie alles tun in Deutschland. Aber sehr vieles, was Sie hier tun, ist auf Kosten des amerikanischen Steuerzahlers, der für ihre Sicherheit aufkommt. Ja? Schon seit 70 Jahren. Das ist eigentlich das Thema. Die Infrastruktur in Amerika ist marode. Warum? Weil Amerika für die Sicherheit der gesamten westlichen Welt aufkommt. Ja? Herr John, darf ich Sie unterstützen, damit Herr Kauder es auch mit Zahlen zu tun kriegt? Schauen Sie es mal an. Die NATO hat vereinbart, 2% des Bruttoinlandsproduktes zu geben. Wir geben 1,2%, macht 34 Milliarden Euro. Ja. Wenn wir vertragstreu wären und würden die 2% geben, die eigentlich im Vertrag sind, wären das 65 Milliarden. Trump beharrt eigentlich nur auf Vertragserfüllung. Mhm. Das heißt aber, lassen Sie mich rechnen, über 30 Milliarden mehr, Herr Kauder. Und wissen Sie, Frau Merkel hat heute einen guten Schritt nach vorne getan, indem sie endlich gesagt hat, sie wird mehr Geld zur Verfügung stellen für die deutschen Geheimdienste. Wissen Sie, da ist die Disproportion. Sie leben von der Kooperation mit den amerikanischen Geheimdiensten, die hier alles Mögliche verhindert haben. Ja? Und das bezahlt auch der amerikanische Steuerzahler. Ich gebe Ihnen Zahlen. Moment. Der Durchschnitt, die Pro-Kopf-Belastung der amerikanischen Steuerzahler für die Sicherheitskräfte in Amerika, CIA, FBI und zur NSA und so weiter, so unappetitlich sie ihnen erscheinen mögen in Deutschland, nicht wahr? Sie sorgen für eine gewisse Sicherheit. Die Pro-Kopf-Belastung ist 160 Euro im Jahr. Pro Kopf. In Deutschland ist die Pro-Kopf-Belastung 7,50 Euro. Ja? Also, wo kommt diese Diskrepanz her? Jetzt muss ich doch mal was sagen. Also, Sagen Sie mir was. Sagen Sie den amerikanischen Steuerzahler mal was. Sehr gerne. Ja? Ich weiß nicht, wie viele. Dankeschön zum Beispiel. Wie wäre es denn mit Dankeschön? Ich weiß nicht, wie viele von denen hier. Ich bin mal gespannt, ob all die, die heute klatschen bei dem Satz, danach auch noch klatschen, wenn wir sagen, wir müssen mehr für die Bundeswehr natürlich ausgeben. Ich glaube nicht, dass die Antwort auf diese Statistik, die wir gerade gesehen haben, die Antwort ist, viel hilft viel. Das ist schon mal ganz falsch. Viel hilft viel war noch nie ein guter Ansatz in der Finanzpolitik, Geld auszugeben. Ich sag gleich was dazu. Aber sehen Sie, wir haben 28 Mitgliedsländer der Europäischen Union haben, wenn die Briten austreten sollen, 27 bedauerlicherweise. Dann geht es doch nicht darum, dass jeder seine Verteidigungspolitik parallel macht mit Parallelstrukturen. Dann würde doch beispielsweise auch helfen, wenn wir sowas wie eine europäische Sicherheitspolitik zumindest ansatzweise bekommen würden, indem wir stärker zusammenarbeiten. Absolut. Parlamentsarmee des Deutschen Bundestages. Das wird gemeinsame europäische Armee werden. Jetzt sagen so, mir wird das nicht scheitern. So, und jetzt sage ich noch was Zweites. Ist denn nicht auch das Problem in den USA,
dass unter George W. Bush die Steuern für die Superreichen so gesenkt worden sind, richtig, dass Geld fehlt. Und jetzt Herr Trump ein Präsident ist, der lässt sich ja dafür feiern, dass er den Staat betrogen hat, dass er den Staat reingelegt hat bei den Steuern. Dafür lässt er sich auch noch feiern. Entschuldigung, da muss ich Herrn Trump verteidigen. Es tut mir leid, Herr Trump hat genau das getan, was jeder Winkel-Steuerberater in Deutschland auch tut, nicht wahr? Er hat die Gesetze bis zum Optimalen ausgenutzt. Das können Sie ihm nicht vorwerfen. Es geht darum, auf dem Finanzsektor alle diese Lücken zu schließen, innerhalb Amerikas und außerhalb Amerikas. Sie haben jetzt genau den richtigen mitgebracht, der das machen will. Nein, das richtig, sehen, das stimmt. Herr Jordan, nehme ich einen Satz von Ihnen. Tatsächlich bleibt es ja wirklich bei vielen Sektoren einfach zu gucken, was passiert. Ich möchte eine schnelle Schlussrunde. Sie können mit einem Satz antworten. Wir haben jetzt vielfach in den Trump Tower geguckt, in diese schönen Räume dort. Stellen Sie sich mal vor, Fantasie ist gefragt, Sie sind dort eingeladen, aus welchen Gründen auch immer, zum Antrittsbesuch. Was nehmen Sie mit, dass es geschmacklich passt, aber Ihnen auch gefällt? Also ich brauchte nicht so viel Fantasie, weil ich war da schon mal eingeladen bei Herrn Trump zum Interview. Wir hatten beide damals eine schreckliche Frisur. Ich habe daraus gelernt und die geändert. Und was bringst du mit? Ich weiß, was ihm gefällt, nämlich Titelseiten mit ihm drauf. Deswegen würde ich ihm eine Seite 1, entweder gedruckt oder digital, mit ihm drauf mitbringen. Frau Roth. Was bringe ich ihm mit? Ich glaube, er ist Fan von Fast Food. Also ich würde ihm Fast Food mitbringen und vielleicht mit seiner Bier- und Zigarettendiplomatie, die er da sein nationaler Sicherheit Experte auch eben empfohlen hat. Vielleicht hilft das ja auch. Herr John. Ich würde ihn mitbringen, das Einzige, was ihn offensichtlich imponieren würde. Und das wäre ein Beleg, dass ich übernachtet habe in sein Hotel in Washington und bezahlt habe. Hörst du mir? Ein wunderschönes Bildband über die Erde und sagen, daran messe ich seinen Erfolg und Misserfolg, was er dazu beiträgt, dass diese wunderschöne Erde erhalten wird. Schön. Herr Kauder. Ich würde ihm ein wunderschönes deutsches Produkt mitbringen. Jetzt bin ich gespannt. Ihm sagen, dass wir auch in Zukunft Wert darauf legen müssen, dass sowohl in Amerika als auch in Deutschland gute Produkte gemacht werden können und nicht nur in China. Dankeschön für diese Schlussrunde. Danke für diese Diskussion. 20 Tage nach Trumps Wahl und wir gehen jetzt nach Hamburg zu den Tagesthemen zu Carmen Joska. Ich bin ganz erfreut, jetzt übers Fernsehen mit Ihnen reden zu können. Mit dem Telefon wäre es heute schwierig gewesen zwischen uns beiden. Was ist da los in diesem Land? Genau, mit dem Internet übrigens auch. Es geht bei uns jetzt gleich um die Frage, warum Hunderttausende Telekom-Kunden nicht telefonieren, nicht fernsehen oder teilweise nicht ins Internet gekommen sind und es auch immer noch nicht können. Die Telekom spricht jetzt von einem weltweiten Hackerangriff. Wer und was dahinter steckt, jetzt bei uns ein Tagesthema. Es wird doch nicht Trump sein, der zu viel getwittert hat. Gleich in den Tagesthemen wissen wir mehr. Vielen Dank, Herr Kauder. Dankeschön für diese Runde, Herr Özdemir. Vielen Dank, Herr Jordan. Herzlichen Dank, Frau Roth, Herr Reichel. Vielen Dank. Faktencheck. Scheinbar völlig unberechenbar, eben sich nicht mehr erlauben kann. Und das ist tatsächlich für mein Empfinden seit gestern Abend eine neue Qualität, dass er, der die Wahl eigentlich gewonnen hat, diejenigen, die nicht für ihn gestimmt haben, zu illegalen Wählern erklärt. Und damit der eben nicht das tut, was er nach der Wahl angekündigt hat, nämlich einen versöhnlicheren Ton anzuschlagen, sondern tatsächlich das Land vermutlich noch mehr spaltet, als es bisher schon gespalten ist. Herr Reichelt, ich bin beunruhigt, nicht nur für diese Sendung. Sie sind eigentlich der Mann, der, was die Entscheidungen angeht, uns Hoffnung machen sollte oder konnte, dass da eine Tendenz sichtbar ist, dass er sich selbst einfängt. Und jetzt die ist auch in seinen Personalentscheidungen, die ja auch höchst umstritten sind, für mich in vielen Punkten tatsächlich sichtbar sein. Dann gucken wir gleich mal hin. Wenn Sie, gut, dann schauen wir da mal keine hin. Keine Sorge. Ich hab große Sorge, muss ich wirklich sagen. Denn ich glaube, wir alle haben sowas noch nicht erlebt. Aber deswegen auch diese Runde. Vielleicht muss man wie in einem Lagerfeuer das noch mal bewerten, auch nach 2 Wochen. Da ist ja ein bisschen Nebel schon gelichtet. Machen wir mal weiter, Herr Özdemir. Was sagt das über die Berechenbarkeit eines Präsidenten? Das ist der mächtigste Mann der Welt, wenn er solche Behauptungen twittert, offenbar ohne darüber nachzudenken oder irgendjemanden in seiner Nähe zu haben, der einfach mal die Hand auflegt und sagt, Donald, lass mal.
Also es überrascht mich jetzt nicht wirklich, wenn man den Wahlkampf gesehen hat. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur dieser Tweet, er hat ständig solche Tweets von sich gelassen. Wenn man seine ganzen Äußerungen aus den letzten Jahren betrachtet, in Sachen Frauen, in Sachen Umwelt, in Sachen Minderheiten, in Sachen Außenpolitik. Das war Wahlkampf. Ja, aber er hält seine Versprechen. Er sieht das als seinen Wählerauftrag und er hält das. Jetzt wird er nicht 11 Millionen Latinos abschieben, wie er es versprochen hat. Die Mauer, die er nach Mexiko bauen, er wird vielleicht 3 Millionen abschieben, wie er es ja jetzt gesagt hat. Das hat übrigens Obama auch gemacht. Der Fairness halber muss man das sagen. Die Mauer wird sicherlich nicht Mexiko bezahlen. Warum sollten sie? Aber er wird dazu beitragen, dass die USA das Land, das uns nach dem Zweiten Weltkrieg die liberale Demokratie gebracht hat. In der Herzkammer der Demokratie im Weißen Haus sitzt einer, der nicht an die liberale Demokratie glaubte. Das ist ein immenses Problem, auch für das Ansehen der westlichen Ideen der Welt. Obama hat versucht, Guantanamo Bay zu bekämpfen. Obama hat zum Beispiel das Waterboarding Gott sei Dank beendet, eine Foltermethode. Und der Trump sagt, das kommt jetzt wieder. Und er umstellt sich doch mit Leuten, die das richtig finden, die das offen gesagt haben. Wie wollen wir denn in der Welt Folter bekämpfen? Wie wollen wir den anderen Ländern sagen, das macht man nicht, das gehört sich nicht, wenn in der Herzkammer der Demokratie in den USA einer sitzt, der glaubt, dass man Waterboarding machen darf. Er ist aber auch beeindruckt von einem General, der sagt, das lässt uns ja auch gleich wissen, ist beeindruckt von einem General, der sagt, lass das mit dem Waterbombing, gib mir eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Bier, damit komme ich weiter bei einem. Der eigentlich den direkten Zugang ins Gehirn von Donald Trump verspricht. Und das ist der Mann, der diesen Weg gehen kann. Herr Kauder, wie macht man das, wenn man weiß, man muss mit dieser Administration zusammenarbeiten? Einfach Ohren zuhalten und sagen, ich höre das nicht, ich höre das nicht. Wir lassen uns über Sachthemen reden. Wie geht das? Mir fehlt die Vorstellung. Zunächst verschlägt es einem die Sprache, wenn man so etwas hört. Und da kann man nur sagen, das kann nicht unsere Art der Auseinandersetzung sein auf diesem Niveau, damit das mal ganz klar ist. Aber jetzt muss ich mal sagen, ich kenne die Menschen alle nicht. Ich kenne auch den Sicherheitsberater nicht so gut wie Sie. Deswegen wird man erst mal schauen müssen, ob es tatsächlich sich so fortsetzt oder ob die im Amt doch auch eine gewisse Vernunft dann zeigen. Da wird man mit denen reden müssen. Eines will ich klar sagen, es ist völlig richtig, dass es auch in Zukunft unsere Aufgabe ist, den Terrorismus zu bekämpfen, ISIS zu bekämpfen, den Islamismus zu bekämpfen, das ist völlig klar. Aber es hat natürlich gibt überhaupt keine Berechtigung, eine Weltreligion jetzt pauschal ins Abseits zu stellen und zu attackieren, sondern Auswirkungen, konkrete, die wir sehen, müssen wir uns anschauen. Und da gibt es natürlich einen Punkt, da stimme ich Ihnen zu. Ich habe sehr viel Kontakt mit einem der wichtigsten theologischen Führer des Islam, mit dem Großscheich der Al-Azhar-Universität in Kairo, Al-Tayyib, und der sagt zu mir, hören Sie bitte auf, mit mir darüber zu reden, dass der Islam durch die Aufklärung muss. Wir wollen nicht durch die Aufklärung, denn bei der Aufklärung ist das Ergebnis gewesen, dass der Staat über der Religion steht und das bei uns muss die Religion über dem Staat stehen. Und das ist natürlich ein grundlegend anderes Verständnis. Nur aus diesem grundlegend anderen Verständnis jetzt zu sagen, dass der Islam grundsätzlich den Terrorismus bringt, das ist überhaupt nicht der Weg, sondern ich muss ja, wenn ich mit Muslimen reden will und sie davon überzeugen will, dass sie den mithelfen, den Terrorismus zu bekämpfen, kann ich sie nicht alle auf die gleiche Ebene stellen. Und deswegen wären solche Äußerungen, wie der Sicherheitsberater sie gemacht hat, dem Ziel, die friedlichen Muslime von denen zu trennen, die ganz anders sind, nicht gerecht. Lassen Sie uns eine Islamismusdiskussion, das sind eigene Sendungen, das ja, machen wir, glaube ich, alle 3 Monate, weil es auch mal wieder was Neues zu berichten gibt. Ich möchte noch mal... Nicht? Und Ronald Reagan ist der einzige Republikaner, den ich in meinem Leben gewählt habe, und zwar in seiner zweiten Amtszeit, weil ich von seiner Außenpolitik vollkommen
überzeugt war. Und Ronald Reagan hat nicht so viel Grund gegeben zur Besorgnis vielleicht wie Donald Trump. Aber er hat auch aber kein Sie Twitter. Müssen mal Donald Trump. Er hatte kein Twitter. Ja. Entschuldigen Sie, Sie müssen. Entschuldigen, die Europäer sollten sich selber ein bisschen analysieren. Das werde ich jetzt für Sie ganz kurz machen. Oh je. Ja? Wir gehen mal auf die Couch. Ja, okay, gerne. Donald Trump ist ein Gemisch aus Sepp Blatter, Martin Winterkorn, Herr von Zumwinkel und wie sie Beckenbauer, wie sie alle heißen. Middelhoff. Soll das jetzt beruhigen? Ja, nein. Sie sollten aber alle ein bisschen zurückhaltender sein. Nicht wahr? Sie werden aber doch nicht Präsident bei uns, oder? Nein, nicht Präsident, aber sehr einflussreiche Leute, ja? Zum Teil noch immer in diesem Land. Also Donald Trump ist mit Vorsicht zu genießen und Bannon und auch. Aber wie Sie sehen, Herr Priebus zum Beispiel, der nun bestimmen wird, wer Zugang zu Mr. Trump hat oder nicht, er ist der Stabschef im Weißen Haus. Sind das nicht seine Kinder, die eigentlich das Sagen haben, wer den Zugang hat? Das bleibt abzuwarten. Aber wissen Sie, wir haben in Amerika Gott sei Dank noch ein funktionierendes System von Checks and Balances. Und die wird es auch innerhalb des Weißen Hauses geben, mit Priebus gegen Bannon. Aber genau dazu wollte ich was sagen. Ja. Also, ja. Ich habe Ihnen gerade aufmerksam zugehört und Sie wissen das. Freut mich. Ja. Sollte man immer machen. Sie wissen das viel besser wie ich. Ja. Ich glaube auch an die Selbstheilungskräfte der amerikanischen Demokratie. Die gibt es ja ohne jeden Zweifel. Wer schon mal dort gelebt hat, ich habe ein paar Monate dort gelebt, weiß das. Mhm. Auf der anderen Seite, geben Sie mir nicht recht, dass die Gründerväter der amerikanischen Verfassung genau so einen Fall, wie wir ihn jetzt haben, eigentlich verhindern wollten. Also, dass da jemand Präsident wird. Und deswegen haben wir auch eine Verfassung. Deshalb gibt es die Wahlmänner. Ja. Jetzt hat das genau dazu geführt, dass er Präsident wird. Und die Verfassung haben wir auch. In beiden Kammern eine Mehrheit. Er kann das Verfassungsgericht so bestimmen, dass es Generationen prägen wird, weil in Amerika die Verfassungsrichter bis zum Lebensende bleiben. Richtig. Und er hat im Senat und Repräsentantenhaus die Situation, er wurde ja nicht gewählt mit deren Unterstützung, er wurde gewählt gegen das Establishment der Republikanischen Partei. Ja. Das heißt, er schuldet ihnen nichts. Wir haben also jemanden, stimme ich hinzu, für ein bestimmtes Zeitfenster bis zu den Zwischenwahlen eine enorme Fülle an Macht hat, wie sie vor ihm wahrscheinlich kaum ein Präsident gehabt hatte. Mhm. Aber ich gebe Ihnen auch recht mit dem, weil ich darf ja meine Meinung kundtun. Und das ist ein riesiges Problem für die Gesellschaft. Also eigentlich, die Demokratie hat ironischerweise dazu geführt, dass es mehr Hate Crime gibt. Und das ist schockierend. Aber die Brandanschläge sehen wir doch im Moment. Brandanschläge sehen wir doch im Moment vor allem in Deutschland auf Asylbewerberheime ganz ohne Trump. Und in Amerika ist mir dieser Anstieg von, also vielleicht ist er nicht vorbeigegangen, aber diesen Anstieg von Brandanschlägen, den habe ich dummerweise bei uns im eigenen Land beobachtet. Aber da möchte ich doch mal nicht so sehr in den USA in den letzten zwei Wochen. Das ist, was Sie sagen, von was auch bei uns gibt in Amerika. Aber es gibt doch einen himmelweiten Unterschied. Wenn so etwas passiert wie auf Asylbewerberheime, dann gibt es eine breite demokratische Meinung, dass dies nicht in Ordnung ist. Und das wird auch so formuliert. Also aber das gibt es in Amerika auch. Deswegen sagen wir, warten mal ab, wie die Dinge funktionieren. Aber ich will nur nicht, wenn Sie sagen, es gibt doch bei uns Asylbewerberheime, die brennen. Ja, das gibt's und das ist schlimm genug. Aber da sagen wir, wehren wir uns auch und sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und da gehen ja auch viele dann auf die Straße. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein amtierender Präsident, wenn es zu wirklichen Rassenunruhen kommt, dann hinsteht und nur zuschaut. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das kann ich mir auch bei Herrn Trump. Im Übrigen gibt es dann ja auch noch ein Parlament. Und da kann ich nur sagen, da vertraue ich auch darauf, dass ein solches Parlament dann sagt, da müssen wir in unserem Land dafür sorgen, dass es in Ordnung geht. Also jetzt nur auf die eine Figur schauen, als überzeugter Parlamentarier sein, muss man auch aufs Parlament schauen. Sprach der Fraktionschef. Vielen Dank für diese Einschätzung. Jetzt wieder unser Zuschauer, Brigitte. Vielleicht noch eine Stimme dazu. Womit hat Donald Trump seine Wahl gewonnen? Mit was für einem Stil von Wahlkampf? Hass, Beleidigung, Hetzerei? Auch das haben wir natürlich diskutiert. Und dazu sagt unser Zuschauer Stefan Hegger bei Twitter, Trump und alle Populisten haben nur ein Argument. Die Angst und den Hass auf andere Menschen, aber keine Lösungen.
Großes Thema für viele Zuschauer, Trump und die Wirtschaft. Was wird passieren? Dazu schreibt Reinhard Keil bei uns im Gästebuch. Ich habe schlimme Befürchtungen, dass jetzt in den USA ein Mann gewählt wurde, der über keinerlei politische Erfahrung verfügt, aber mit seinen Firmen global operiert. Er wird dies nicht trennen können. Auch dazu gibt es eine Gegenmeinung, eine nachdenkliche Stimme vielleicht. Unsere Zuschauerin Vivi Moldovan schreibt bei Facebook, vergessen Sie nicht, dass er ein guter Geschäftsmann ist. Er wird niemals Amerikas Wirtschaft Schaden zufügen und dadurch auch nicht der internationalen Wirtschaft, denn beides hängt verdammt eng zusammen. Dankeschön für diesen Überblick, Brigitte Bischer. Vielen Dank. Ja, unsere Zuschauer haben es gerade angesprochen. Wer sitzt da eigentlich im Weißen Haus? Demnächst ein Präsident oder ein Unternehmer oder beides? Wie soll er eigentlich unabhängig agieren, wenn so ungefähr jede zweite Entscheidung auch das eigene Vermögen betrifft? Frau Roth, sind das, Terrorismus zu bekämpfen, kann ich Sie nicht alle auf die gleiche Ebene stellen. Und deswegen wären solche Äußerungen, wie der Sicherheitsberater sie gemacht hat, dem Ziel, die friedlichen Muslime von denen zu trennen, die ganz anders sind, nicht gerecht. Lassen Sie uns eine Islamismusdiskussion, das sind eigene Sendungen, das machen wir, glaube ich, alle drei Monate, weil es auch mal wieder was Neues zu berichten gibt. Ich möchte noch mal ein bisschen ins politische Handwerk gucken. Herr Özdemir, Herr Kauder, Sie sind demnächst vielleicht in Washington und dann kommt Herr Bannon auf Sie zu. Es gibt Gespräche mit der Administration. Wie verhält man sich da? Sagt man dann erstmal, man will ja auch kein Oberlehrer sein, sagt man dann erstmal, sag mal, deine schwulenfeindlichen islamistischen Attacken geht gar nicht. Guten Tag, jetzt reden wir weiter. Oder blendet man das einfach aus? Wie soll das gehen? Frage an beide. Ich meine, es gab auch schon mal George W. Bush als Präsidenten der USA. Ich habe zweimal Condoleezza Rice getroffen. Selbstverständlich muss man sich mit denen treffen. Der ist ja nun demokratisch gewählt, egal wie man dazu steht. Condoleezza Rice hat meines Erachtens nicht annähernd... Aber auch da war es eben so, am Ende hatten wir 8 verlorene Jahre für den Klimaschutz, 8 verlorene Jahre. Denken Sie an den 11. September, wir würden heute in einer anderen Welt leben. Hätte damals Al Gore die Wahl gewonnen, hätte im Klimaschutz entsprechend wäre vorangegangen. Nach dem schrecklichen September. Nichts gegen Klimaschutz. Entschuldigung, lassen Sie erstmal über gesellschaftlichen Klimaschutz reden. Und wer, wer Moslems in seinem Land, die gibt es ja in Amerika auch zuhauf, Herr Blasberg, so ich glaube, man kann Ihre Frage doch sehr präzise beantworten. Also es ist ja nicht so, dass wir ungeübt wären im Umgang mit Regimen, die unsere Menschenrechtsvorstellungen nicht teilen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich weltweit für Religionsfreiheit und für verfolgte Christenheit und religiöse Minderheiten einsetze. Das ist jedes Mal kein Spaziergang, wenn ich da in China bin. Und da gilt es, einen Grundsatz zu beachten. Nie vorher sagen, aber wenn ich die treffe, da werde ich die mal an die Ohren nehmen, da werde ich denen mal die Meinung sagen. Dann werden sie es nämlich nicht erreichen, dann werden sie mit denen das Gespräch nicht führen können. Sondern einfach mal hingehen und im Gespräch zwei Dinge machen. Erstens mal die Interessen meines eigenen Landes anzusprechen, was ich erwarte von einer Nation, einer Regierung, mit der wir nach wie vor befreundet sind. Und zweitens dann auch ganz offen ansprechen, was uns in beispielsweise bei Menschenrechten und anderen Dingen nicht behagt. Aber wer oberlehrerhaft vor einer Reise nach China oder jetzt dann nach Amerika erklärt, was er alles sagen wird, der kann gleich daheim bleiben, der wird nichts erreichen. Gerade fällt mir eigentlich was gar nicht, warum. Interessant, dass Herr Kauder derjenige ist, der die USA auf eine Stufe stellt, jetzt bereits mit autoritären Wir nicht vorstellen, dass ein amtierender Präsident, wenn es zu wirklichen Rassenunruhen kommt, dann hinsteht und nur zuschaut. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das kann ich mir auch bei Herrn Trump nicht vorstellen. Im Übrigen gibt es dann ja auch noch ein Parlament. Und da kann ich nur sagen, da vertraue ich auch darauf, dass ein solches Parlament dann sagt, da müssen wir in unserem Land dafür sorgen, dass es in Ordnung geht. Also jetzt nur auf die eine Figur schauen. Als überzeugter Parlamentarier sein muss man auch aufs Parlament schauen. Sprach der Fraktionschef. Vielen Dank für diese Einschätzung. Jetzt wieder unser Zuschauer, Brigitte. Vielleicht noch eine Stimme dazu. Womit hat Donald Trump seine Wahl gewonnen? Mit was für einem Stil von Wahlkampf? Hass, Beleidigung, Hetzerei? Auch das haben wir natürlich diskutiert. Und dazu sagt unser Zuschauer Stefan Hegger bei Twitter, Trump und alle Populisten haben nur ein Argument. Die Angst und den Hass auf andere Menschen, aber keine Lösungen.
Großes Thema für viele Zuschauer, Trump und die Wirtschaft. Was wird passieren? Dazu schreibt Reinhard Keil bei uns im Gästebuch. Ich habe schlimme Befürchtungen, dass jetzt in den USA ein Mann gewählt wurde, der über keinerlei politische Erfahrung verfügt, aber mit seinen Firmen global operiert. Er wird dies nicht trennen können. Auch dazu gibt es eine Gegenmeinung, eine nachdenkliche Stimme vielleicht. Unsere Zuschauerin Vivi Moldovan schreibt bei Facebook, vergessen Sie nicht, dass er ein guter Geschäftsmann ist. Er wird niemals Amerikas Wirtschaft Schaden zufügen und dadurch auch nicht der internationalen Wirtschaft, denn beides hängt verdammt eng zusammen. Dankeschön für diesen Überblick, Birgitte Bischer. Vielen Dank. Ja, unsere Zuschauer haben es gerade angesprochen. Wer sitzt da eigentlich im Weißen Haus? Demnächst ein Präsident oder ein Unternehmer oder beides? Wie soll er eigentlich unabhängig agieren, wenn so ungefähr jede zweite Entscheidung auch das eigene Vermögen betrifft? Frau Roth, sind das Hirngespinste oder ist das tatsächlich eine Gefahr zum Nutzen der Deutschen Bank? Ich glaube, der Deutschen Bank hätte nichts Besseres passieren können, als dass Donald Trump zum Präsident gewählt worden ist. Weil, wenn jetzt Hillary Clinton, wenn sie Präsidentin geworden wäre, dann wäre vielleicht eine Strafe viel höher ausgefallen unter Trump, der ja ganz klar, wie wir gesehen haben in dem Film, einen riesigen Interessenkonflikt hat, weil eben die Deutsche Bank einer der größten Geldgeber ist für die Deutsche Bank. Also da war's für Trump. Für Trump. Da gab es nicht nur die 170 Millionen, da gab es weiteres. Insgesamt, glaube ich, sind da 360 Millionen Dollar geflossen. Ja, würde er denn die Finanzstabilität, die Stabilität der Deutschen Bank gefährden, indem er die 40 Milliarden Dollar wirklich einfordert? Das würde er niemals tun. Also ich glaube, die Deutsche Bank, die kann da noch mal aufatmen. Das ist eigentlich ungeheuerlich, was Sie sagen. Wenn man sich das zu Ende denkt. Ja, weil das eigentlich undenkbar ist, dass zwei so grundlegende Interessen, einmal eine staatliche juristische Gesetzgebung durchzusetzen oder ein Urteil durchzusetzen, ein privates Interesse auf diese Art und Weise zusammenfließen. Natürlich, ich glaube, daran müssen wir uns einfach gewöhnen unter Trump. Also ich wollte es eigentlich gar nicht zeigen, aber wenn man das sieht, was niemand kann für seine Freunde, vielleicht kann Trump auch nichts dafür, aber schauen Sie mal, was möglich ist in Amerika, genau in der Schnittmenge Deutschland, das braune Deutschland und das Amerika. Herr Plasberg, das sind aber wirklich Randerscheinungen in Amerika, die zwar etwas artikulieren, was manche Leute dort denken, aber das ist nicht die Mehrheit. Und ich darf darauf hinweisen, dass die Deutschen und die Europäer sollten vor der eigenen Tür kehren. Ich meine, solche Äußerungen von Frau Merkel, muss ich leider sagen, und besonders von Herrn Steinmeier, gar nicht von Leuten in ihrer Partei und so weiter, sie wären mehr angebracht gegenüber Ungarn und Polen und Frankreich und so weiter. Also es gibt hier genug Beunruhigendes, ja? womit sich die Europäer selber sich beschäftigen müssen. Wie gesagt, wir wissen noch gar nicht, wo die Reise in Amerika hingeht. Wir wissen es nicht. Und ich glaube nicht, dass Herr Trump so dumm ist. Ja? Vielleicht ungebildet, ja, aber nicht so dumm, eine wirklich große Stimme in seine Regierung geben wird. Das kann ich nicht vorstellen. Aber warum macht er dann Steve Bannon zum Chefberater? Und warum distanziert er sich nicht von genau diesen Leuten? Wenn man sich mal das Kabinett anschaut, dann sieht man, da sind erzkonservative Leute drin. Die meisten sind Milliardäre, wie genau er. Also nach ein paar Wochen als President-elect will man noch andere Zeichen oder Signale sehen. Und das sieht man bei ihm einfach nicht. Erzkonservative in einer konservativen Regierung sind ja erstmal nicht verboten. Nee, das an sich ist nicht verboten. Wenn aber Rassismus, Frauen, das ist ganz klar verboten. Was wir da gerade gesehen haben, ist einfach nichts anderes als ekelerregend. Man muss bei Steve Bannon, aber das ist ja auch völlig unstrittig. Ich finde, einmal muss man dazu sagen, bevor wir uns als Deutsch da wieder erheben, wir haben genau mit solchen Leuten im Moment bei uns sehr viele Probleme, die Parteien wählen, die exakt dasselbe Wahlprogramm vertreten wie Herr Trump. Also wie gesagt, als Deutsche über ein anderes Land erheben, kann man da auch eben mal gucken, was bei uns in Sachsen und so weiter passiert. Und das Zweite, und das finde ich auch besonders interessant, wenn es um Steve Bannon geht, der wirklich aus meiner Sicht ein abscheulicher und extrem unangenehmer Typ ist. Mhm. Steve Bannon war aber mit dem, was er für Trump im Wahlkampf getan hat, prädestiniert und eigentlich gesetzt für den wichtigsten Job im Weißen Haus, Chief of Staff. Diesen Job hat er nicht bekommen. Man muss einfach sagen, dass bei Steve Bannon, der jetzt im Prinzip einen Fantasieposten bekommen hat, von dem man abwarten muss, was da überhaupt im Alltag bedeutet,
Im Fall Steve Bannon hat Trump eben nicht die falsche Entscheidung getroffen, sondern zumindest noch die bestmögliche, indem er ihm diesen wichtigsten Job im Weißen Haus, Chief of Staff, nicht gegeben hat, sondern mit Reince Priebus, einem sehr vernünftigen Mann, der eigentlich dafür bekannt ist, zwischen den haben. Auf das müssen wir wieder kommen. Dann können wir auch mehr investieren. Es geht also gar nicht um mehr Geld, sondern darum, das Geld, das wir haben, auch an den Mann zu bringen. Das ist unser wahrscheinlich nicht das einzige Problem. Die Realität von Menschen bezieht sich tatsächlich auf Schienenwege, auf Züge, die ausfallen, auf Bauarbeiten, auf Brücken, die marode sind. Schulen ist ein ganz großes Thema. Und was Frau Roth eben angesprochen hat, Herr Kauder, mag ja sein, dass Sie in allen Punkten recht haben. Sie müssen es nur dem Wähler verkaufen. Was ist sexier in einer Bundestagswahl zu sagen, feiern Sie mit uns die schwarze Null von Herrn Schäuble, wählen Sie Union? Oder wenn Sie sagen, wir müssen Geld in die Hand nehmen, damit nicht Amerika eines Tages uns beim Sanieren noch überholt. Was ist wohl sexier? Auf den Tag möchte ich gerne warten, dass die Amerikaner uns überholen. Vielleicht lässt Ihnen der Wähler nicht so viel Zeit dazu. Ich glaube nicht, dass es Trump gelingt, die Stahlindustrie wieder in Amerika so weit zu bringen, dass man nicht mehr von den Roststaaten sprechen muss. Das ist, glaube ich, hinten und vorne nicht. Nein, ich werde natürlich den Wählerinnen und Wählern sagen, wir machen beides. Wir gehen mit dem Geld anständig um. Wir haben den Haushalt saniert. Wir machen keine neuen Schulden, belasten damit nicht die junge Generation. Und wir geben Milliarden in die Infrastruktur. Wir haben jetzt gerade beschlossen, über 3 Milliarden für die Schulen in den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Also ich weiß gar nicht, wo Sie da ein Problem sehen. Ja, wissen Sie was, es ist wunderbar, was Sie alles tun in Deutschland. Aber sehr vieles, was Sie hier tun, ist auf Kosten des amerikanischen Steuerzahlers, der für ihre Sicherheit aufkommt. Ja? Schon seit 70 Jahren. Das ist eigentlich das Thema. Die Infrastruktur in Amerika ist marode. Warum? Weil Amerika für die Sicherheit der gesamten westlichen Welt aufkommt. Ja? Herr John, darf ich Sie unterstützen, damit Herr Kauder es auch mit Zahlen zu tun kriegt? Schauen Sie sich mal an, die NATO hat vereinbart, 2% des Bruttoinlandsproduktes zu geben. Wir geben 1,2%, macht 34 Milliarden Euro. Ja. Wenn wir vertragstreu wären und würden die 2% geben, die eigentlich im Vertrag sind, wären das 65 Milliarden. Trump beharrt eigentlich nur auf Vertragserfüllung. Mhm. Das heißt aber, lassen Sie mich rechnen, über 30 Milliarden mehr, Herr Kauder. Und wissen Sie, Frau Merkel hat heute einen guten Schritt nach vorne getan, indem sie endlich gesagt hat, sie wird mehr Geld zur Verfügung stellen für die deutschen Geheimdienste. Wissen Sie, da ist die Disproportion. Sie leben von der Kooperation mit den amerikanischen Geheimdiensten, die hier alles Mögliche verhindert haben. Ja? Und das bezahlt auch der amerikanische Steuerzahler. Ich gebe Ihnen Zahlen. Moment. Der Durchschnitt, die Pro-Kopf-Belastung der amerikanischen Steuerzahler für die Sicherheitskräfte in Amerika, CIA, FBI und zur NSA und so weiter. So die Regierung macht, ist genau das, was eine Bundesregierung nicht machen sollte, wenn es um Wachstum geht. Also sie investieren in Steuersenkungen und in die Rentenpolitik. Aber eigentlich sollte ein Investitionsprogramm da sein. Ich habe letztens noch mit dem Präsidenten vom DIW gesprochen und der sagte mir, pro Jahr gibt es eine Investitionslücke in Deutschland von 100 Milliarden Dollar. Oder Euro besser gesagt. Und wo soll das herkommen? Muss man mal, Augenblick mal. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen genauer hinschauen und nicht nur so pauschalen Äußerungen recht geben. Wir müssen unterscheiden zwischen einer angeblichen Investitionslücke in der deutschen Wirtschaft. Das ist das eine Thema. Da reden wir auch drüber. Und zum Zweiten, ein Investitionsprogramm in die Infrastruktur. Jetzt würde ich mal sagen, in vielen Bereichen ist unsere Infrastruktur wesentlich besser als in den Vereinigten Staaten. Das liegt aber daran, dass in Amerika so schlecht ist, dass das besser funktioniert. Ja, eben. Deswegen sage ich, ich war erst in Amerika. Ich komme aus dem Rheinland. Fahren Sie mal an einem Werktag von Köln nach Düsseldorf. Ja, jetzt wollen wir nicht über NRW reden, sondern jetzt wollen wir mal drüber. Es gibt auch andere. Viel besser. Ah, natürlich ist es in Bayern und in Baden-Württemberg besser. Das wissen wir. Mir, jetzt müssen Sie aber, wenn Sie Kinder im schulpflichtigen Alter haben und wissen, wie es in welchen Schulen also wie in Baden-Württemberg ist noch besser. Aber ich will doch mal einen ganz anderen Punkt sagen. Wo kommen Sie noch mal her, Herr Kauder? Aus Baden-Württemberg. Aha. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Aber jetzt will ich mal sagen, wir haben so viel Geld für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt in dieser Legislaturperiode und auch jetzt mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan. Wir haben Geld an die Kommunen gegeben zum Investieren und wir stellen fest,
dass wir im Augenblick das Geld gar nicht an den Mann bringen, weil die Planungen gar nicht so weit sind und dass wir ein paar andere Sachen noch machen müssten. Wissen Sie, es wäre in mancher Infrastrukturangelegenheit viel einfacher, wenn wir uns ein bisschen beschleunigen könnten. Aber jetzt will ich mal sagen, mit dem ein oder anderen, auch aus dem Deutschen Bundestag, über weniger Bürokratie, über weniger Vorschriften, über Beschleunigung zu reden. Wir haben in den neuen Ländern nach der deutschen Einheit nur so viel investieren können, weil wir ein Beschleunigungsgesetz haben. Auf das müssen wir wieder kommen. Dann können wir auch mehr investieren. Es geht also gar nicht um mehr Geld, sondern darum, das Geld, das wir haben, auch an den Mann zu bringen. Das ist unser wahrscheinlich nicht das einzige Problem. Die Realität von Menschen bezieht sich tatsächlich auf Schienenwege, auf Züge, die ausfallen, auf Bauarbeiten, auf Brücken, die marode sind. Schulen ist ein ganz großes Thema. Und was Frau Roth eben angesprochen hat, Herr Kauder, mag ja sein, dass Sie in allen Punkten recht haben. Sie müssen zu dem Wähler verkaufen. Was ist sexier in einer Bundestagswahl zu sagen, feiern Sie mit uns die schwarze Null von Herrn Schäuble, wählen Sie. Ich finde, das ist eigentlich das erste Mal, dass es für mich nach dem Wahlkampf richtig beunruhigend geworden ist, nach dem Wahlsieg von Donald Trump, diese Tweets gestern, was er geschrieben hat, dass quasi diejenigen, die nicht gewählt haben, zu Millionen illegale Wähler waren. Das ist eigentlich das Verhalten, was man von einem Despoten oder Diktator erwartet, dass er Wähler, die nicht für ihn gestimmt haben, ohne jegliche Beweise, man könnte auch sagen, eine Verschwörungstheorie aufsetzen oder schlicht gelogen, im Nachhinein für illegal erklärt. Ich glaube, bei vielen Dingen, die er vorher gesagt hat, konnte man die tatsächlich als Wahlkampf abtun, als extreme Polarisierung. Aber viel schlimmer als der Tweet, den er da gestern abgesetzt hat, ist eben genau das, dass er offenbar bisher noch nicht zu diesem Bewusstsein gekommen ist, dass jemand, der dieses Amt innehaben wird und jetzt schon eben President-elect ist, eben genau solche Tweets teilweise nachts, scheinbar völlig unberechenbar, eben sich nicht mehr erlauben kann. Und das ist tatsächlich für mein Empfinden seit gestern Abend eine neue Qualität, dass er, der die Wahl eigentlich gewonnen hat, diejenigen, die nicht für ihn gestimmt haben, zu illegalen Wählern erklärt und damit ja eben nicht das tut, was er nach der Wahl angekündigt hat, nämlich einen versöhnlicheren Ton anzuschlagen, sondern tatsächlich das Land vermutlich noch mehr spaltet, als es bisher schon gespalten ist. Herr Reichelt, ich bin beunruhigt, nicht nur für diese Sendung. Sie sind eigentlich der Mann, der, was die Entscheidungen angeht, uns Hoffnung machen sollte oder konnte, dass da eine Tendenz sichtbar ist, dass er sich selbst einfängt. Und jetzt. Sie ist auch in seinen Personalentscheidungen, die ja auch höchst umstritten sind, für mich in vielen Punkten tatsächlich sichtbar sein. Dann gucken wir gleich mal hin. Wenn Sie, gut, dann schauen wir da mal keine hin. Keine Sorge. Ich hab große Sorge, muss ich wirklich sagen. Denn ich glaube, wir alle haben sowas noch nicht erlebt. Aber deswegen auch diese Runde. Vielleicht muss man wie in einem Lagerfeuer das noch mal bewerten, auch nach 2 Wochen. Da ist ja ein bisschen Nebel schon gelichtet. Machen wir mal weiter, Herr Özdemir. Was sagt das über die Berechenbarkeit eines Präsidenten? Das ist der mächtigste Mann der Welt, wenn er solche Behauptungen twittert, offenbar ohne darüber nachzudenken oder irgendjemanden in seiner Nähe zu haben, der einfach mal die Hand auflegt und sagt, Donald, lass mal. Also es überrascht mich jetzt nicht wirklich, wenn man den Wahlkampf gesehen hat. Ich meine, es ist jetzt nicht nur dieser Tweet, er hat ständig solche Tweets von sich gelassen. Wenn man seine ganzen Äußerungen aus den letzten Jahren betrachtet, in Sachen Frauen, in Sachen Umwelt, in Sachen Minderheiten, in Sachen Außenpolitik. Das war Wahlkampf. Ja, aber er hält seine Versprechen. Er sieht das als seinen Wählerauftrag und er hält das. Jetzt wird er nicht 11 Millionen Latinos abschieben, wie er es versprochen hat. Die Mauer, die er nach Mexiko bauen, er wird vielleicht 3 Millionen abschieben, wie er es ja jetzt gesagt hat. Das hat übrigens Obama auch gemacht, der Fairness halber muss man das sagen. Die Mauer wird sicherlich nicht Mexiko bezahlen, warum sollten sie? Aber er wird dazu beitragen, dass die USA das Land, das uns nach dem Zweiten Weltkrieg... Wie wär's denn mit Dankeschön? Ja? Viele von denen hier. Ja? Ich bin mal gespannt, ob all die heute klatschen bei dem Satz, dann nachher auch noch klatschen, wenn wir sagen, wir müssen mehr für die Bundeswehr natürlich ausgeben. Ich glaube nicht, dass die Antwort auf diese Statistik, die wir gerade gesehen haben, die Antwort ist, viel hilft viel. Das ist schon mal ganz falsch. Viel hilft viel war noch nie ein guter Ansatz in der Finanzpolitik, nee, beim Geld ausgeben. Aber auch nicht weniger. Ich sag gleich was dazu. Aber sehen Sie, wir haben 28
25 Mitgliedsländer der Europäischen Union haben. Wenn die Briten austreten sollen, 27 bedauerlicherweise. Dann geht es doch nicht darum, dass jeder seine Verteidigungspolitik parallel macht mit Parallelstrukturen. Dann würde doch beispielsweise auch helfen, wenn wir sowas wie eine europäische Sicherheitspolitik zumindest ansatzweise bekommen würden, indem wir stärker zusammenarbeiten. Absolut. Parlamentsarmee des Deutschen Bundestages. Ja, jetzt, das wird gemeinsame europäische Armee werden. Jetzt sagen Sie mir wird das nicht scheitern. So, und jetzt sage ich noch was Zweites. Ist denn nicht auch das Problem in den USA, dass unter George W. Bush die Steuern für die Superreichen so gesenkt worden sind, dass Geld fehlt und jetzt Herr Trump ein Präsident ist, der lässt sie ja dafür feiern, dass er den Staat betrogen hat, dass er den Staat reingelegt hat bei den Steuern, dafür lässt er sich auch nicht feiern. Entschuldigung, da muss ich Herrn Trump verteidigen. Es tut mir leid, Herr Trump hat genau das getan, was jeder Winkelsteuerberater in Deutschland auch tut, nicht wahr? Er hat die Gesetze bis zum Optimalen ausgenutzt. Das können Sie ihm nicht vorwerfen. Es geht darum, auf dem Finanzsektor alle diese Lücken zu schließen, innerhalb Amerikas und außerhalb Amerikas. Richtig. Sie haben jetzt genau den richtigen Mitschirm, der das machen Nein, das richtig, sehen, das stimmt. Herr John, nehme ich einen Satz von Ihnen. Tatsächlich bleibt es ja wirklich bei vielen Sektoren einfach zu gucken, was passiert. Ich möchte eine schnelle Schlussrunde. Sie können mit einem Satz antworten. Wir haben jetzt vielfach in den Trump Tower geguckt, in diese schönen Räume dort. Stellen Sie sich mal vor, Fantasie ist gefragt, Sie sind dort eingeladen, aus welchen Gründen auch immer, zum Antrittsbesuch. Was nehmen Sie mit, dass es geschmacklich passt, aber Ihnen auch gefällt? Also ich brauchte nicht so viel Fantasie, weil ich war da schon mal eingeladen bei Herrn Trump zum Interview. Wir hatten beide damals eine schreckliche Frisur. Ich habe daraus gelernt und die geändert. Und was bringst du mit? Ich weiß, was ihm gefällt, nämlich Titelseiten mit ihm drauf. Deswegen würde ich ihm eine Seite 1 entweder gedruckt oder digital mit ihm drauf mitbringen. Frau Roth. Was bringe ich ihm mit? Ich glaube, er ist Fan von Fast Food. Also ich würde ihm Fast Food mitbringen und vielleicht mit seiner Bier- und Zigarettendiplomatie, die er da sein nationaler Sicherheit-Experte auch eben empfohlen hat. Vielleicht hilft das ja auch. Herr John. Ich würde Ihnen mitbringen, das Einzige, was Ihnen offensichtlich imponieren würde. Bei uns muss die Religion über dem Staat stehen. Und das ist natürlich ein grundlegend anderes Verständnis. Nur aus diesem grundlegend anderen Verständnis jetzt zu sagen, dass der Islam grundsätzlich den Terrorismus bringt, das ist überhaupt nicht der Weg. Sondern ich muss ja, wenn ich mit Muslimen reden will und sie davon überzeugen will, dass sie mithelfen, den Terrorismus zu bekämpfen, kann ich sie nicht alle auf die gleiche Ebene stellen. Und deswegen wären solche Äußerungen, wie der Sicherheitsberater sie gemacht hat, dem Ziel, die friedlichen Muslime von denen zu trennen, die ganz anders sind, nicht gerecht. Lassen Sie uns eine Islamismusdiskussion, das sind eigene Sendungen, das machen wir, glaube ich, alle drei Monate, weil es auch mal wieder was Neues zu berichten gibt. Ich möchte noch mal ein bisschen ins politische Handwerk gucken. Herr Özdemir, Herr Kauder, Sie sind demnächst vielleicht in Washington und dann kommt Herr Bannon auf Sie zu. Es gibt Gespräche mit der Administration. Wie verhält man sich da? Sagt man dann erstmal, man will ja auch kein Oberlehrer sein, sagt man dann erstmal, sag mal, deine schwulenfeindlichen islamistischen Attacken geht gar nicht. Guten Tag, jetzt reden wir weiter. Oder blendet man das einfach aus? Wie soll das gehen? Frage an beide. Ich meine, es gab auch schon mal George W. Bush als Präsidenten der USA. Ich habe zweimal Condoleezza Rice getroffen. Selbstverständlich muss man sich mit denen treffen. Der ist ja nun demokratisch gewählt, egal wie man dazu steht. Condoleezza Rice hat meines Erachtens nicht annähernd. Aber auch da war es eben so, am Ende hatten wir 8 verlorene Jahre für den Klimaschutz, 8 verlorene Jahre. Denken Sie an den 11. September. Wir würden heute in einer anderen Welt leben. Hätte damals Al Gore die Wahl gewonnen, hätte im Klimaschutz entsprechend wäre vorangegangen. Nach dem schrecklichen 11. Nichts gegen Klimaschutz. Entschuldigung, lassen Sie erstmal über gesellschaftlichen Klimaschutz reden. Und wer, also ich glaube, Menschen, wer Moslems in seinem Land, die gibt es ja in Amerika auch zuhauf, Herr Blasberg, so beleidigt. Ich glaube, man kann Ihre Frage doch sehr präzise beantworten. Also es ist ja nicht so, dass wir ungeübt wären im Umgang mit Regimen, die unsere Menschenrechtsvorstellungen nicht teilen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich weltweit für Religionsfreiheit und für verfolgte Christenheit und religiöse Minderheiten einsetze. Das ist jedes Mal kein Spaziergang, wenn ich da in China bin. Und da gilt es, einen Grundsatz zu beachten.
nie vorher sagen, aber wenn ich die treffe, da werde ich die mal an die Ohren nehmen, da werde ich denen mal die Meinung sagen. Dann werden sie es nämlich nicht erreichen, dann werden sie mit denen das Gespräch nicht führen können. Sondern einfach mal hingehen und im Gespräch zwei Dinge machen. Erstens mal die Interessen meines eigenen Landes anzusprechen, was ich erwarte von einer Nation, einer Regierung, mit der wir jetzt wirklich erstmal den Mann im Amt ankommen lassen müssen. Dann wird er seine Rede halten. Und dann werden wir wissen, was Programm ist. Und dann werden wir mit ihm auch sprechen. Also ich muss sagen, diese ständigen Spekulationen, die halte ich für völlig abwegig. Und ich rate auch dringend dazu, so mache ich das auch, dass ich sage, ich warte mal ab, was der Mann in seiner Aufgabe als Präsident macht. Ich habe schon viele Dinge erlebt, wo man zu einem gesagt hat, wenn der dies und jenes wird, ganz furchtbar. Nachher waren die Dinge ganz anders. Ich rate uns ein bisschen mehr Gelassenheit in dieser ganzen Diskussion. Nun gibt es ja ein Beispiel, als Reagan in Amerika Präsident wurde, gab es nicht die große Welle des Zitterns und unglaublich furchtbar, aber es gab doch gerade auch in Europa großes Kopfschütteln. Herr Jordan, ich weiß nicht, als Sie gehört haben, ein Schauspieler wird, das ist so deutsch, ein Schauspieler wird Präsident. Naja, er war doch gut. Das wollte ich Sie gerade fragen. Dieser Schauspieler hat hunderte Millionen von Menschen in Europa ihre Freiheit verschafft. Ja. Nicht, nicht Wandel durch Annäherung, sondern Frieden durch Stärke. Nicht? Und Ronald Reagan ist der einzige Republikaner, den ich in meinem Leben gewählt habe, und zwar in seiner zweiten Amtszeit, weil ich von seiner Außenpolitik vollkommen überzeugt war. Und Ronald Reagan hat nicht so viel Grund gegeben zur Besorgnis vielleicht wie Donald Trump. Aber er hat auch aber Sie Twitter. Müssen mal Donald Trump... Er hatte kein Twitter, ja. Entschuldigen Sie, Sie müssen... Entschuldigen Sie, die Europäer sollten sich selber ein bisschen analysieren. Das werde ich jetzt für Sie ganz kurz machen. Oh je. Ja? Wir gehen mal auf die Couch. Ja, okay, gerne. Donald Trump ist ein Gemisch aus Sepp Blatter, Martin Winterkorn, Herr von Zumwinkel und wie sie Beckenbauer, wie sie alle heißen. Mittelhoff. Soll das jetzt beruhigen? Ja, nein. Sie sollten aber alle ein bisschen zurückhaltender sein. Nicht werden wahr? Aber doch nicht Präsident bei uns, oder? Nein, nicht Präsident, aber sehr einflussreiche Leute, ja? Zum Teil noch immer in diesem Land. Also Donald Trump ist mit Vorsicht zu genießen und Bannon und auch. Aber wie Sie sehen, Herr Priebus zum Beispiel, der nun bestimmen wird, wer Zugang zu Mr. Trump hat oder nicht, er ist der Stabschef im Weißen Haus. Sind das nicht seine Kinder, die eigentlich das Sagen haben, wer den Zugang hat? Das bleibt abzuwarten. Aber wissen Sie, wir haben in Amerika Gott sei Dank noch ein funktionierendes System von Checks and Balances. Und die wird es auch innerhalb des Weißen Hauses geben, mit Priebus gegen Bannon. Aber genau dazu wollte ich was sagen. Ja, also, ja. Ich auch beeindruckt von einem General, der sagt... Das lässt uns ja auch gleich wissen, ist beeindruckt von einem General, der sagt, lass das mit dem Waterbombing, gib mir eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Bier, damit komme ich weiter bei einem Verhör. Das ist auch Trump. Ja, so ist es. Und deshalb, glaube ich, nützt es jetzt nichts, dass wir hier wie so Bibelexegese seine Worte und seine Tweets auslegen, sondern ich würde raten dazu, dass wir als Europäer unsere Hausaufgaben machen. Das heißt, wir müssen schauen, niemand wird es für uns machen, dass wir uns um unsere Nachbarschaft kümmern, um uns selber kümmern. Beim Klimaschutz, das hatten wir jetzt schon mal mit George W. Bush, 8 verlorene Jahre. Ich befürchte, dass es jetzt mal 4 Jahre gibt. Aber das kann uns doch nicht daran hindern, dass wir uns als Europäer zusammenreißen, als Europäische Union uns darum kümmern, dass wir was dazu beitragen, dass Europa nicht vor die Hunde geht nach Brexit. Da haben wir auch eine Menge zu tun, dass wir Fluchtursachenbekämpfung, dass wir beim Klimaschutz wieder führend wären. Wenn es eine Lehre aus dieser Wahl gibt, dann ist es, jetzt ist nicht die Stunde des Zurück zum Nationalstaates, sondern wir brauchen jetzt ein starkes Europa. Aber vielleicht müssen wir erst mal verstehen, auch genau, was da passiert oder was zu erwarten ist. Herr Kauder, vor 20 Tagen ist Donald Trump gewählt worden. Sie haben kurz nach der Wahl gesagt, dass Sie noch nicht so viel über ihn wissen wie die meisten. Hat sich dieses Wissen bei der Bundesregierung mittlerweile ein bisschen verbessert? Gibt es Kontakte? Gibt es irgendetwas, was Sie mehr wissen als wir, die wir Zeitung lesen?
Zunächst einmal bin ich nicht die Bundesregierung, sondern ich Sie sind der Fraktionsvorsitzende der Regierungsfraktion. Der größten Koalitionsfraktion und Fraktion im Deutschen Bundestag und habe da meine eigenständigen Auffassungen. Die Regierung hat aber erste Kontakte mit Trump aufgenommen und auch Kollegen von mir sind bereits in Amerika gewesen. Ich glaube, dass wir zunächst einmal sagen müssen, wir müssen mit diesem Mann reden, auch bei allem, was richtig ist, dass sich Europa in eine bessere Situation bringen muss, dass wir mehr müssen Aufgaben übernehmen müssen in der NATO, was auch die Verteidigungsausgaben anlangt, überhaupt keine Frage, bleibt es doch so, dass Amerika für uns der wichtigste Handelspartner ist und dass wir deswegen mit Trump und seiner Administration auch reden müssen. Wenn man sagt, Trump verhält sich wie ein Kaufmann, na gut, dann wird man ihm sagen müssen, dass Amerika auch von den Importen, die wir aus Amerika beziehen, profitiert. Wir haben immerhin runde 60 Milliarden Dollar im Jahr, die wir importieren. Das könnte ihn natürlich auch beeindrucken. Ich muss sagen, mir geht es auch so, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie er seine Regierung bildet, dann werden wir mit ihm reden. Aber dieser letzte Tweet ist ja schon eine unglaubliche Aktion und bringen muss, dass wir mehr müssen Aufgaben übernehmen müssen in der NATO, was auch die Verteidigungsausgaben anlangt, überhaupt keine Frage, bleibt es doch so, dass Amerika für uns der wichtigste Handelspartner ist und dass wir deswegen mit Trump und seiner Administration auch reden müssen. Wenn man sagt, Trump verhält sich wie ein Kaufmann, na gut, dann wird man ihm sagen müssen, dass Amerika auch von den Importen, die wir aus Amerika beziehen, profitiert. Wir haben immerhin runde 60 Milliarden Dollar im Jahr, die wir importieren. Das könnte ihn natürlich auch beeindrucken. Ich muss sagen, mir geht es auch so, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie er seine Regierung bildet, dann werden wir mit ihm reden. Aber dieser letzte Tweet ist ja schon eine unglaubliche Aktion und entspricht genau dem nicht, was er angekündigt hat, nämlich nach dem Wahlkampf das Land zusammenzuführen und nicht weiter zu spalten. Das ist eine weitere Spaltung und da hat man natürlich auch seine Sorgen. Sorgen nützen aber nichts. Wir brauchen den amerikanischen Markt. Und ich glaube, dass die Amerikaner auch uns brauchen und wir müssen alles daran setzen, dass wir mit den Amerikanern unsere wirtschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten können. Eine Exportnation wie Deutschland braucht offene Märkte, um die Produkte verkaufen zu können. Ja, das ist ja die Frage, wenn er America First sagt. Was das bedeutet, werden wir sicher noch drüber reden in dieser Sendung. Ich habe gesagt, es gibt jetzt erste Kontakte, hat der Kauder bestätigt. Herr Jordan, glauben Sie, dass Trump auf die Präsidentschaft besser vorbereitet war als Deutschland auf den Präsidenten Trump? Oder war es gleich schlecht? Ich habe den Eindruck, als ob Donald Trump gar nicht erwartet hat, dass er gewinnen würde. Nicht? Also der scheint gänzlich unvorbereitet zu sein auf das Amt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich möchte keine Entwarnung geben. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass erstens, wir müssen auf seine Antrittsrede warten in ungefähr 6 Wochen. Bis dahin, was er nachts twittert und so weiter, hat alles keine Bedeutung. In den nächsten 6 Wochen wird er sein Kabinett zusammenstellen und vorstellen. Und erst bei seiner Antrittsrede werden wir wirklich eine klare Indikation haben, in welche Richtung er geht. Denn im Moment weiß man gar nichts. Ich darf darauf hinweisen, mit vielen Dank an die Bild-Zeitung, dass sie das veröffentlicht hat und übersetzt hat. Er hat mit einem Treffen mit den leitenden Redakteuren von der New York Times, nicht wahr, 2 Stunden lang geredet. Ein solcher Kauderwelsch, entschuldigen Sie, Herr Kauder.